So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen, ich begrüße recht herzlich im Namen des Fachschaftsrats und bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen, trotz des schönen Wetters. Weiter möchte ich mich bedanken, wenn ich gerade dabei bin, bei Professor Junginger von der Medizinischen Gesellschaft Mainz für seine tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und dem Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung in Rheinland-Pfalz. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei unseren drei Referenten für ihr Erscheinen heute Abend und habe auch direkt die Ehre, unsere erste Referentin anzukündigen. Sie ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Gegenwart, in Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie es international aussieht. aber sie hat 2014 ein Buch rausgebracht, 6 Jahre heißt es, das sehr anders ist als ihre anderen Bücher. Und zwar erzählt sie hier sehr private Erlebnisse aus der Zeit, in der ihre Schwester an Krebs erkrankt war. Und zu diesen Erlebnissen gehören auch einige Dinge, die durch Ärzte passiert sind, ja, die Kommunikation betreffend der Ärzte, die ihre Schwester damals betreut haben und die ihrer Schwester und auch der restlichen Familie wirklich einschneidende Eindrücke hinterlassen haben. Und jetzt freue ich mich, Sie begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Link. Ja, es funktioniert. Liebe Anwesende, seitdem ich im letzten Jahr ein Buch über den Überlebenskampf meiner Schwester, über ihre und unsere Erfahrungen in den verschiedensten deutschen Krankenhäusern und mit einer Vielzahl an Ärzten veröffentlicht habe, wurde und werde ich von Ärzten, Kliniken, Selbsthilfegruppen, vom Bundesgesundheitsministerium und von Palliativverbänden zu Vorträgen zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation eingeladen. Daraus ist zu schließen, dass es sich um ein Thema handelt, das offenbar brennt und dem man nicht nur von Seiten der Patienten eine wichtige Bedeutung beimisst, sondern auch von Seiten der Ärzte, was eine gute Voraussetzung ist, vielleicht ein paar Dinge, die im Argen liegen, doch zu verbessern. Meine Schwester Franziska wäre in diesem Jahr 50 geworden. Sie hat diesen Geburtstag nicht erreicht. Franziska starb im Februar 2012 im Alter von 46 Jahren an den Spätfolgen ihrer Krebserkrankungen. Lassen Sie mich den Werdegang dieser Erkrankungen kurz skizzieren, den Werdegang übrigens einer privatversicherten Patientin, weil ich das immer gefragt werde, sage ich das gleich dazu. Im Jahr 1988, meine Schwester war 23 Jahre alt, wurde Morbus Hodgkin bei ihr diagnostiziert. Eine Schwellung am Hals war der erste Hinweis gewesen, ebenso die charakteristischen nächtlichen Schweißausbrüche, Müdigkeit, fehlender Appetit. Obwohl sie mehrere Ärzte aufsuchte, wurde sie von einer verschleppten Erkältung über eine Muskelzerrung bis hin zu psychischen Problemen auf alles Mögliche behandelt, ohne dass jemand die wahre Erklärung fand. Bis zu seiner Entdeckung, fast ein Jahr nach Auftreten der ersten Symptome, hatte Hodgkin genügend Zeit, ungestört das zweite Stadium zu erreichen. Dann endlich wurde Franziska mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt und geheilt. Damals wusste man noch nichts über die Spätfolgen dieser Form der Bestrahlung, dass nämlich circa 15 bis 20 Jahre später Folgetumore an verschiedenen Stellen im Körper auftreten können. Im März 2006, Franziska ist gerade 41 geworden, bricht dann die Katastrophe herein. Wegen einer hartnäckigen Magenschleimhautentzündung soll sie auf Anraten ihres Hausarztes ein CT vom Magen machen lassen. Auf dem Bild sind zufällig auch Teile der Lunge zu sehen und darauf erkennen die Ärzte etwas, das verdächtig nach Metastasen aussieht. Den dazugehörenden Primärtumor entdecken sie im Darm. Ein Tumor, der hochgradig verdächtig ist, eine Spätfolge der Hodgkin-Bestrahlungen zu sein. Ein Tumor, der bereits metastasiert hat, einen Krebs im 4. Stadium. Von einer Sekunde zur nächsten findet sich Franziska und wir alle inmitten eines absoluten Worst-Case-Szenarios wieder. Und ganz schnell sehen wir uns in Konfrontation mit den Ärzten, die von nun an die Krankheit und unser aller Leben begleiten werden. Ganz deutlich will ich an dieser Stelle sagen, wir sind vielen großartigen Ärzten begegnet, denen ich bis heute tief dankbar bin. Solchen, die uns Mut machten, die uns mit ihrem Einsatz und mit ihrem Können voranbrachten, die uns höflich behandelten, die mit meiner Schwester auf Augenhöhe kommunizierten, obwohl sie todkrank war,
die ihre Diagnosen sorgfältig überprüften, ehe sie sie in den Raum stellten. Wir sind jedoch auch zu vielen Ärzten begegnet, die all dies komplett vermissen ließen. Einsatz und Können, Höflichkeit, Sorgfalt bei der Diagnosestellung und vor allem die Empathie, die es ihnen gebieten würde, gerade mit einem schwerkranken Menschen wertschätzend und respektvoll umzugehen, um ihm nicht das Gefühl zu geben, er sei aufgrund seiner schweren Erkrankung schon kein vollwertiger Mensch mehr. Genau dieser Eindruck war es, den meine Schwester viel zu häufig vermittelt bekam. Sie litt unsagbar darunter. Das ist schlimmer als die ganze Krankheit, sagte sie oft. Nachfolgend möchte ich ein paar unserer besonders erschreckenden Erlebnisse schildern. Franziska hat, nachdem also der Darmtumor entdeckt wurde, das erste Gespräch mit einer Onkologin. Sie sitzt ihr gefasst gegenüber, obwohl sie bereits weiß, wie prekär ihre Situation ist. Aber sie ist vergleichsweise jung, hat einen Sohn im Teenageralter und eine Tochter, die gerade erst 2 ist. Als Mutter eines so kleinen Kindes bekommt der Kampf ums Überleben noch eine andere Dimension. Und sie will kämpfen. Das könne sie gleich mal vergessen, fährt die Ärztin sie an. Sie solle bloß nicht glauben, es mit einer Lappalie zu tun zu haben. Den Tumor werde man operieren, die Metastasen seien inoperabel. Man werde mit Chemostrahlentherapie einen geringen Aufschub erreichen, mehr nicht. Das Ende des Jahres werde sie höchstwahrscheinlich nicht mehr erleben und die Zeit bis dahin würde schlimm werden. Sie solle am besten gleich noch Fotos machen, die sie dann ihren Kindern hinterlassen könne. Dies alles trägt die Ärztin in rasantem Tempo und im hämmernden Staccato eines Maschinengewehrfeuers vor. Auf Rückfragen, wie sie sich zwangsläufig ergeben, wenn man gerade das eigene Todesurteil überbracht bekommt, reagiert sie patzig, vermutlich weil diese Zeit kosten. Dann ist Franziska entlassen. Sie bricht noch in der Klinik schreiend zusammen. Wenig später bescheinigt ihr ein Psychologe eine tiefe Traumatisierung. Sie verliert jede Hoffnung. In Flashbacks erlebt sie das Gespräch immer wieder. Schließlich wird ihr Tavor verschrieben, damit sie überhaupt ein wenig Ruhe zurückgewinnt. Sie gerät darüber in eine Abhängigkeit von diesem Medikament, bleibt es bis zu ihrem Lebensende. Womit begründet die Ärztin ihr forsches Auftreten? Ich muss doch unmissverständlich die Wahrheit sagen. In einem Ton, der ihr Gegenüber zum Kleinkind degradiert, das gefälligst den Mund zu halten hat? Und kennt sie die Wahrheit überhaupt? Tatsache ist, ich finde einen Arzt, der die angeblich inoperablen Metastasen operiert. Franziska bleibt bis zu ihrem Tod 6 Jahre später krebsfrei. Sie stirbt am Ende an einer Lungenfibrose, ebenfalls eine Strahlenspätfolge, aber sie stirbt nicht am Krebs. Nicht eine einzige Wahrheit dieser Ärztin erweist sich als wahr. Was sie an Selbstvertrauen und Hoffnung und an Vertrauen in eine menschliche Behandlung durch Ärzte jedoch innerhalb weniger Minuten zerstört, lässt sich nie wieder richtig aufbauen. Szenenwechsel, 1 Jahr später. Die Notaufnahme eines großen Münchner Krankenhauses. Meine Schwester wird mit Verdacht auf Darmverschluss eingeliefert. Die Sache ist rasch behoben. Routinemäßig wird ein Röntgenbild gemacht. Der Arzt entdeckt darauf eine Wasseransammlung im Bauchraum. Peritonealkarzinose, sagt er kurz und bündig an Franziskas Bett. Metastasen im Bauchfell. Das ist, soweit ich weiß, ein anderes Wort für ziemlich aussichtslose Situation. Dennoch fragt meine Schwester, was kann ich denn jetzt machen? Die Notaufnahme ist überfüllt, der Arzt gestresst, nachvollziehbar überfordert. Trotzdem ist seine Reaktion unverzeihlich. Denn seine einzige Antwort auf die Frage meiner Schwester lautet, Ihr Testament, das können Sie noch machen, sonst nichts. Dann ist er weg. Erst 3 furchtbare, angsterfüllte Tage später stellt ein anderer Arzt fest, dass diese unfassbar brutal überbrachte Diagnose zudem auch noch falsch war. Meine Schwester in einer onkologischen Reha-Klinik. Nach ihrer Ankunft untersucht sie der Chefarzt persönlich. Als erstes bedeutet er ihr, dass er wenig Zeit habe. Als sie ansetzt, ihm ihre Krankengeschichte zu erzählen, winkt er ab. Er wisse ja ungefähr Bescheid. Im Ultraschall sieht er eine kleine Wasseransammlung zwischen Herzbeutel und Herzhaut. Sie haben Metastasen im Herz, erklärt er. Da ist leider kaum noch etwas, was wir tun können. Wie sich, nachdem Patientin und Familie wieder einmal durch einen Albtraum geschlittert sind, herausstellt, ist auch diese Diagnose falsch. Keinerlei Metastasen im Herz. Das Wasser ist ein typisches Überbleibsel der Hodgkin-Strahlenbehandlung. Hätte er meine Schwester zu Wort kommen lassen oder einen Blick in die Krankenakte geworfen,
wäre der Arzt über diese frühere Erkrankung informiert gewesen, was ihn wiederum hätte veranlassen müssen, seine Diagnose dahingehend noch einmal zu überprüfen. Nachdem ich im Internet die Korrelation zwischen Hodgkin-Behandlung und Wasser im Herzen recherchiert habe und den Arzt damit konfrontiere, reagiert er gereizt. Und wieso kommen Sie jetzt damit? Wieso hat Ihre Schwester den Hodgkin nicht gleich erwähnt? Ich erwidere, dass ihr als medizinischem Laien der Zusammenhang nicht klar sein konnte. Außerdem sei sie bei dem Versuch, ihre Vorgeschichte zu erzählen, mehrfach unterbrochen worden. Der Hodgkin werde jedoch ganz vorne in der Krankenakte genannt. Tief beleidigte Antwort des so sehr ungern Krankenakten lesenden Arztes. Sie werden schon sehen, es können nämlich sehr wohl doch Metastasen sein. Zum Glück sind es jedoch tatsächlich keine. Meine Schwester bei mir in Wiesbaden. Wegen der zunehmenden Atembeschwerden aufgrund der Lungenfibrose haben wir einen Termin bei einem uns empfohlenen Lungenfacharzt. Er schickt uns ins nebenan gelegene Krankenhaus, um ein Röntgenbild von der Lunge machen zu lassen. Die Radiologin winkt Franziska anschließend zu sich heran. Was Sie da haben, sagt sie, ist keine Lunge. Das ist eine Katastrophe. Kann man das gegenüber einem ohnehin verzweifelten Menschen nicht noch ein bisschen aufbauender formulieren? Und außerdem fügt sie hinzu, sehe ich da auch schon wieder eine Metastase. Wir gehen in die Arztpraxis zurück. Franziska spricht kein Wort, ist vollkommen geschockt. Erneute Metastasen 5 Jahre nach Entdeckung der Krankheit wären das ultimative Desaster. Ich versuche verzweifelt, sie aufzubauen, habe Angst vor einem Zusammenbruch. Die Praxis ist rappelvoll, wir müssen eine weitere Stunde warten. Eine Stunde, die sich anfühlt wie eine Ewigkeit. Dann erfahren wir von dem Lungenfacharzt, kein Anhaltspunkt für neuerliche Metastasen. Bis heute bedauere ich es, damals nicht in das Krankenhaus zurückgegangen zu sein, die empathische Radiologin erneut aufgesucht und ihr gesagt zu haben, bitte halten Sie doch nächstens einfach Ihren Mund. Dies sind nur einige wenige Beispiele dessen, was wir erlebt haben. Und wer glaubt, hier habe eine Familie aber ziemlich viel Pech gehabt, irrt. Seit Erscheinen meines Buches über den Leidensweg meiner Schwester werde ich mit Leserbriefen und E-Mails förmlich überflutet. Erstaunlich viele stammen übrigens von Ärzten. Und sie alle berichten Gleiches oder Ähnliches. Mit unseren Erfahrungen befinden wir, meine Familie und ich, uns leider und erschreckenderweise mitten im totalen Durchschnitt. Worin besteht das Problem? Meiner Ansicht nach nicht einmal in erster Linie in den vielen vorschnell hervorgebrachten Diagnosen, die sich später als fehlerhaft erweisen, sondern vor allem in der Art, wie sie übermittelt werden. Ohne Empathie, ohne Schonung, ohne das Gespür für den Menschen, dem in dieser Sekunde Leben und Zukunft unter den Füßen zusammenbrechen. Eine Krebsdiagnose ist nicht dasselbe wie ein Schnupfen. Manchmal wird sie dem Erkrankten aber fast noch lapidarer vor die Füße geknallt. Nach jenem ersten fatalen Gespräch mit der Onkologin und einigen anderen Vorkommnissen dieser Art ließen wir, meine Mutter, mein Schwager und ich, Franziska zu keinem Arzttermin mehr ohne Begleitung gehen. Das Risiko, dass ihr wieder eine Horrorbotschaft übermittelt oder vor allem, dass sie unfreundlich bis zynisch behandelt werden würde, erschien uns zu groß. Als Familie schafften wir es nicht mehr, ihre langsam zerbrechende Psyche hinterher wieder aufzubauen. Manchmal ließen wir Angehörigen uns sogar im Vorfeld einen Termin geben, um herauszufinden, wie der betreffende Arzt mit Patienten umging. Keiner von uns hätte es vorher für möglich gehalten, dass wir einmal zu solch komplizierten Methoden der Absicherung würden greifen müssen. Wenn ich dabei war, fiel mir vor allem eines auf. Der Begriff Hoffnung genießt in Medizinerkreisen kein hohes Ansehen. Mit Hoffnung meine ich nicht, einem Sterbenden noch bis hin zur letzten Sekunde zu erklären, er werde überleben. Jedoch gibt es im Verlauf der meisten auch schweren Erkrankungen etliche Stadien, in denen eine Menge Möglichkeiten und Varianten der weiteren Entwicklung denkbar sind. Häufig wird aber der ungünstigste Fall geschildert, vermutlich nach dem Motto, wenn es dann besser kommt, beschwert sich bestimmt keiner. Ich bin ein Mensch, der eher keinen Bezug zu esoterischem Denken hat. Aber ich glaube zutiefst an die Kraft der Hoffnung. Ich habe es, als ich meine Schwester begleitete, immer wieder hautnah miterleben können, wie sich ihr gesamter Zustand, physisch wie psychisch, sofort stabilisierte, wenn uns zwischendurch ein Arzt begegnete, der ihr Mut machte und dabei auch noch freundlich mit ihr umging. Schmerzen ließen nach, die Atmung funktionierte besser,
Lebensmut und Lebenswillen kehrten zurück und damit auch neue Kräfte, anstrengende Therapien durchzustehen. Umgekehrt fiel sie völlig in sich zusammen, verlor ihre letzten Energiereserven, wenn ihr wieder jemand erklärte, das sähe aber alles gar nicht gut aus. Wobei er dann meist auch im Ungefähren blieb und häufig einen aggressiven Ton anschlug, so als sei ein Mensch mit einer so schweren Krankheit schon allein deshalb ein Ärgernis für die Gesunden, weil er ihnen jene beklemmenden Möglichkeiten menschlicher Schicksalsverläufe vor Augen führt, deren Vorhandensein wir eigentlich lieber verdrängen möchten. Ich halte es für eine fatale Entwicklung in unserem gesamten Gesundheitswesen, dass unter der schönen Überschrift Wahrheit schonungslose und den Menschen in seiner Hoffnung vernichtende Brutaldiagnosen verkündet werden. Und dies oft genug unter Zeitdruck und in Eile. Neulich sprach ich im Rahmen einer Veranstaltung mit einem Medizinprofessor, einem schon recht alten, längst im Ruhestand befindlichen Herrn, der mir sagte, heute halten wir am Grundsatz der unbedingten Wahrheit fest. Zu meiner Zeit haben wir als Studenten noch gelernt, einem Patienten so viel Wahrheit zu sagen und sie vor allem auch in einer Form zu überbringen, wie das dieser spezielle Mensch aufgrund seiner seelischen Verfassung in diesem Augenblick ertragen und psychisch verarbeiten kann. Ein sehr überlegenswerter Gedanke, aber einer, der die Arbeit der Ärzte natürlich verkompliziert. Eindeutige Parolen, die ohne jegliche Differenzierung immer und ohne Einschränkung gelten, machen das Leben deutlich einfacher und das gilt keinesfalls nur im Bereich Medizin. In dem Moment, in dem der Mensch als individuelles Lebewesen wahrgenommen und die Umgehensweise mit ihm auf seine Persönlichkeit abgestellt wird, kann es keine klar schwarzen oder weißen Pauschalanweisungen mehr geben, wie und in welcher Form beispielsweise ein Arzt Diagnosen überbringen sollte. Das heißt konkret, es mag dem Patienten geben, der eine sehr klare, ungeschminkte Ansage braucht, weil er sonst den Ernst der Lage nicht erfasst. Es gibt aber auch den Patienten, dessen Psyche aufgrund der ganzen ihn überwältigenden Situation bereits am Zerbrechen ist, der Halt und Hoffnung braucht, um durchzustehen, was nun auf ihn zukommt. Eine Abhängigkeit von schweren Beruhigungsmitteln mit allen dazugehörenden Nebenwirkungen, in die meine bis zu diesem Zeitpunkt psychisch absolut stabile und starke Schwester gestürzt wurde, kann nicht der billigend in Kauf genommene Kollateralschaden eines Arztgespräches sein. Zudem muss natürlich die Frage erlaubt sein, ob der Verkünder medizinischer Wahrheit die Wahrheit überhaupt kennt. Wie ich eingangs erwähnte, erwiesen sich sämtliche meiner Schwester gegenüber aufgeführten Wahrheiten letztlich als unrichtig. Die Lungenfibrose, an der sie schließlich starb, die tatsächliche Wahrheit, also in ihrem Schicksalsverlauf, hatte niemand im Vorfeld als Möglichkeit gesehen und benannt. Von ihr wurden wir kalt überrascht. Meine Bitte deshalb gerade an die Medizinstudenten. Bleiben Sie vorsichtig, abwartend und durchaus sogar misstrauisch den Erkenntnissen gegenüber, die Sie bei der Betrachtung des Krankheitsbildes eines Patienten als Wahrheit empfinden. Kalkulieren Sie die Möglichkeit ein, dass alles ganz anders sein mag. Deutlicher gesagt, kalkulieren Sie Ihre Fehlbarkeit ein. Das Wissen um die eigene Unvollkommenheit nämlich lässt Menschen im Allgemeinen vorsichtiger agieren. Und bedenken Sie immer, was eine schwerwiegende Diagnose für einen Patienten bedeutet. Für den Arzt ist es die fünfte oder sechste Diagnose dieser Art in der Woche. Für den Patienten kann es das ganze Leben sein. Seine Zukunft, seine Pläne, Wünsche, Träume, Hoffnungen, seine Familie, sein Beruf, alles wird plötzlich in Frage gestellt. Und seine Fähigkeit, eine furchtbare Hiobsbotschaft verkraften zu können, hängt entscheidend davon ab, ob er sich als der gereizt und nervös abgehandelte Punkt 25 auf ihrer täglichen To-Do-Liste empfindet oder ob er sich als Mensch wahrgenommen und respektiert fühlt. Ich möchte zum Schluss noch eine Episode aus den letzten Lebenswochen meiner viel zu früh gestorbenen Schwester schildern. 2 Monate vor ihrem Tod liegt sie auf der Intensivstation eines deutschen Krankenhauses. Der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrte Chefarzt hat dringendst künstliche Ernährung angeordnet, nachdem man uns Angehörige 2 Wochen lang vergeblich genau darum hat bitten und betteln lassen. Unter Narkose wird ein Port gelegt. Meine Schwester befindet sich im Vorgang des Wiederaufwachens. Der Chefarzt steht neben ihrem Bett. Er telefoniert mit ihrem Mann, bittet um die Einwilligung, wegen der Atemnot der Patientin am nächsten Tag eine Tracheotomie vornehmen zu dürfen.
Alles, was Franziska in ihrer narkoseumnebelten Benommenheit mitbekommt, sind die Worte Schilddrüse durchtrennen und dann Schnitt in die Luftröhre. Sie erleidet einen Panikanfall, von dessen Auswirkungen sie sich bis zu ihrem Tod nicht mehr erholt. Es hätte den Arzt nicht einmal eine einzige Minute gekostet, den Raum zu verlassen und das Telefonat draußen zu führen, anstatt direkt neben einer Frau, die aufgrund ihres momentanen, halbnarkotisierten Zustandes den Inhalt des Gespräches nicht einordnen kann. Er hätte dazu allerdings über zwei wichtige Eigenschaften verfügen müssen: Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen. Ganz abgesehen davon, dass es angemessen gewesen wäre, ihre Einwilligung für den geplanten Eingriff einzuholen, nicht die ihres Mannes. Es war keine unmittelbare Gefahr in Verzug. Meine Schwester war sterbenskrank, aber sie war noch immer ein erwachsener, selbstbestimmter und vor allem vollwertiger Mensch. Sie als einen solchen Menschen immer wieder von Neuem nicht geachtet zu haben, empfinde ich bis heute als eine unverzeihliche Schuld der betreffenden Ärzte. Gerade weil wir auch so guten und menschlich agierenden Ärzten begegnet sind, weiß ich, dass es anders geht. Vielen Dank. Frau Link, ich muss sagen, ich bin immer noch etwas mitgenommen aufgrund Ihres Vortrags. Ich danke Ihnen im Namen aller ganz herzlich für diesen persönlichen Vortrag. Ich habe nun die Ehre, unseren zweiten Referenten anzukündigen. Ich darf sagen, herzlich willkommen zurück in Mainz. Ich darf Ihnen Professor Dr. Ekle vorstellen. Er war von 1990 bis 2005 hier als leitender Oberarzt in der Psychosomatik tätig. 1994 hatte er sich hier habilitiert und arbeitet nun als ärztlicher Direktor in der Klinik, in der psychosomatischen Fachklinik Kinzigtal in Gengenbach. Professor Ekle spricht heute über Bindungen, menschliche Bindungen, über die Entstehung von Kommunikation und über den Ursprung von Kommunikation. Ich darf ihn ganz herzlich hier begrüßen und bitte ihn auf die Bühne. Herr Professor Ekle. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Es ist nicht so ganz einfach, nach dem Vortrag gerade jetzt auf eine ganz andere Ebene zu kommen. Aber ich denke, das war gedacht von den Organisatoren so, dass jetzt sozusagen das, was hinter dem Ganzen steht, ein Stück kleine Vorlesung für Mediziner und Medizinstudenten, die Grundprinzipien von Kommunikation und all das, was den Menschen ausmacht, wenn es um Kommunikation geht, jetzt zur Sprache kommt. Und Sie werden an der einen oder anderen Stelle sicherlich feststellen, wie viel Bezug auch zu dieser Einzelsituation, die wir gerade so eindrucksvoll gehört haben, wie viel Bezug dazu besteht. Das Thema ist nicht ganz so aktuell, wie man meinen könnte, wenn man sieht, was weiterhin real in Kliniken passiert und was Sie gerade eben gehört haben. Und deswegen wollte ich Ihnen am Anfang auch eine Studie darstellen oder eine Grafik darstellen aus einer Studie. Jetzt tut's. Die stammt aus von 1964, wie Sie sehen können, und ist in einer Zeitschrift publiziert, die nicht irgendeine ist, sondern eine der führenden Fachzeitschriften weltweit, das New England Journal of Medicine. Und diese Studie war Grundlage, dass in dem sogenannten Lernsey-Katalog für die neue Approbationsordnung, die trat 1974 in Kraft und ich war der erste Studienjahrgang, der von dieser Approbationsordnung betroffen war, psychosoziale Fächer reinkamen und im Lernsey-Katalog das auftauchte. Das ist eine Studie einer amerikanischen Arbeitsgruppe, die haben nachgewiesen, dass das Ausmaß an präoperativer Aufklärung einen deutlichen Einfluss hat auf den postoperativen Morphium-
Konsum, wie viel braucht man Morphium bezogen auf die postoperativen Schmerzen. Das Zweite, was die Studie auch nachgewiesen hat, was diese Grafik nicht wiedergibt, dass Menschen, die gut aufgeklärt wurden vor der Operation, 2,7 Tage früher nach Hause gehen können, weil der postoperative Verlauf deutlich besser ist. Das heißt, man kann sogar Geld sparen noch dabei, wenn man ordentlich vorher aufklärt. Diese Studie tauchte, wie gesagt, im Lernsee-Katalog Medizinpsychologie auf. Damals ein völlig neues Fach, gab es vorher nicht in der Medizin, nach der damaligen vorherausgehenden sogenannten Bestallungsordnung, und war eines der Lernziele, die dann auch später abgeprüft wurden. Die Autoren haben einfach nachgewiesen, dass Kommunikation sich lohnt. Das war ein Thema, was damals die Medizin explizit, implizit schon, aber explizit bis nicht so arg beschäftigt hat. Als Folge dieser damaligen Studie und der Folgen gab es nicht nur ein Fach medizinische Psychologie in der Ausbildung von Medizinstudenten, sondern es gab auch Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wie man sowas in das Medizinstudium integrieren kann, wie man Curricula aufbauen kann, um diese Dinge in die Medizin zu integrieren. Die Forschung ging weiter auf einer ganz anderen Ebene. Das wissen Sie heute, die Studierenden wissen das sicherlich. Das ist die ganze Neurobiologie der letzten Jahre. Das heißt, wir können dem Gehirn heute aufgrund der technischen Möglichkeiten der Medizin etwa seit 15 Jahren beim Arbeiten zuschauen. Und diese neurobiologische Forschung hat eine ganze Menge zu dem Thema erbracht, wie Kommunikation, Bindung, Beziehung zusammenhängen mit Stress und Stressverarbeitung. Denn die Studie hat eigentlich nichts anderes erbracht, als dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem präoperativen Stress und dem postoperativen Verlauf in Abhängigkeit von Kommunikation, von Aufklärung, von Beziehung und Bindung. Und Sie sehen hier eine tierexperimentelle Studie bei Schimpansen. Da hat man nachgewiesen, dass das Ausmaß an früher Bindung, Kuscheln und Fellpflege in den ersten 6 Monaten einen Einfluss hat auf ihre spätere Stressvulnerabilität. Das sind Parameter, ACTH, das sagt den Medizinstudierenden sicherlich was, ACTH als ein Marker, wie stark die Hypophysen neben ihren Rindenachse bei Stress aktiviert wird. Und Sie sehen, wenn Kuscheln und Fellpflege da ist, dann ist die genetische Ausstattung bezüglich der Stressvulnerabilität völlig irrelevant. Das heißt, Kuscheln und Fellpflege kompensiert eine schlechte genetische Ausstattung, was Stressempfindlichkeit angeht. Wenn das früher anders aussah, wenn das Kinderzimmer, wenn Sie so wollen, eine Art Selbsthilfegruppe war, weil keine Hauptbezugsperson für Kuscheln und Fellpflege adäquat verfügbar war, dann ist später die Stressvulnerabilität bei denen, die eine schlechte Ausstattung hatten, massiv gesteigert. Das heißt also, Bindung und Beziehung hat sehr viel zu tun mit Stressempfindlichkeit. Umgekehrt, Stressempfindlichkeit, und da komme ich gleich nachher drauf zurück, wirkt wieder zurück auf die Beziehungsgestaltung. Und damit sind wir bei den Ärzten und einigen der Beispiele, die wir gerade gehört haben. Viele Ärzte sind unter Druck, der Zeitdruck steigt. Brauche Ihnen die Stichworte nicht zu sagen. DRGs zum Beispiel, Disease-Related Groups und all das, was die Folgen sind. Patienten werden operiert, Professor Junginger kann das sicher bestätigen, und werden blutig in die Reha schon verlegt aufgrund der Zeitdauer, die sich noch rechnet und lohnt. All das sind Einflussfaktoren, die natürlich auch eine Rolle spielt beim Handeln der Ärzte. Damit will ich nichts entschuldigen von dem, was Sie gerade gehört haben, denn Sie haben auch gehört, Ärzte, die genau den gleichen Druck haben, können auch anders. So. Trotzdem hat es sehr viel mit Stress zu tun und wie stark jemand unter Stress steht. Das hat Einfluss, Auswirkungen auf sein Beziehungsverhalten. Und ich möchte Ihnen das an einem kleinen Video darstellen. Eine Stresssituation eines Kleinkindes. Das kann schon sitzen, wie Sie gleich sehen werden. Und jetzt kommt es in eine Situation, in der es in seinem Leben noch nie war. So, schauen Sie sich mal an, was hier passiert mit der Kommunikation. Nur Ihre Neigung, ängstlich zu sein, können Sie nie erben. Der Mensch lernt sehr schnell, Lebewesen zu fürchten, die sein Überleben gefährden. Und zwar durch Beobachtung.
Diese Babys versichern sich bei ihren Müttern. Ihre Mütter scheinen unbesorgt, also behandeln sie den Pythler wie ein Spielzeug. Hätten die Mütter Angst gezeigt, wären die Babys ziemlich sicher auch verängstigt gewesen. Was ist hier passiert? Ein Baby ist das erste Mal in seinem Leben mit einem Ding konfrontiert, was es noch nie gesehen hat. Da bewegt sich was merkwürdig und das Kind weiß nicht, was das bedeutet. Wenn wir solcher Gefahr ausgesetzt sind, haben wir intuitiv in unseren Genen verankert das Grundbedürfnis nach Bindung und Beziehung. Das heißt, es nimmt jetzt, wie Sie hier sehen, Blickkontakt auf mit einer dahinterstehenden Hauptbezugsperson. Das kann die Mutter sein, das kann der Vater sein, das kann die Kinderfrau sein. Jemand, der vertraut ist für das Kind. Und jetzt schaut das Kind ganz genau, was kommt zurück an Beziehung. Da scheint eine Mutter zu stehen, die keine Schlangenangst hat, sonst hätten wir was anderes gesehen. Da ist eine Mutter, die ganz offensichtlich A, keine Schlangenangst hat, B, weiß, dass das ein Python ist und keine Giftschlange und C, das sollte sie schon auch wissen, sie weiß, dass der Python gerade satt ist. Aber wenn diese drei Voraussetzungen gegeben sind, dann passiert das, was Sie gesehen haben, dann wird Neugierverhalten freigesetzt. Und Neugierverhalten altersentsprechend heißt, man schlägt mal drauf, man beißt mal rein, man guckt, was das Ding so hergibt. Das ist völlig altersentsprechend, so was wir gesehen haben. Das heißt, Neugierverhalten gibt es nur, wenn eine sichere Bindungssituation da ist. Und das Kind hat offensichtlich eine sichere Bindungssituation. Wenn jetzt keine Rückmeldung erfolgt in diesem Alter, dann heißt das, das Kind ist mit diesem fremden Ding konfrontiert, ohne dass es weiß, was das bedeutet. Und das heißt, es gibt kein Neugierverhalten, sondern es wird Angst geprägt, ängstliches Verhalten, und zwar lebenslang in dieser Bindungsphase. Wir sprechen von den ersten zwei Lebensjahren, wo das geprägt wird, und wir wissen heute neurobiologisch, wie das funktioniert. Es wird ein bestimmter Genabschnitt, der unter anderem für die Exprimierung von Oxytocin und zum Kuschelhormon, wie man es heute in den Zeitungen immer wieder als Begriff findet, zuständig ist, das wird gebildet. Das heißt, über Oxytocin können wir Stress runterregulieren und unsere Bindungsfähigkeit erhöhen. Beides in einem Bereich. Je mehr Bindung und Beziehung wir haben, desto mehr wird Oxytocin freigesetzt, desto stressunempfindlicher und desto weniger ängstlich sind wir. Und auch das wäre sicher eine Erklärung, was Sie vorhin mit dem Prinzip Hoffnung apostrophiert haben. Das ist eine Form von Kommunikation, die früh geprägt ist und ein wesentlicher Teil der menschlichen Grundausstattung darstellt, eins der menschlichen Grundbedürfnisse darstellt. Ich sagte Ihnen, neurobiologisch ist das in den letzten Jahren gut untersucht worden. Eine Arbeitsgruppe in Kalifornien hat sich da besonders hervorgetan, um Naomi Eisenberger. Und die konnten nachweisen, dass sichere Bindungsfiguren einen großen Einfluss haben in der Schmerzempfindlichkeit und in der Wahrnehmung von Symptomen insgesamt. Aber man hat es hauptsächlich am Beispiel Schmerz untersucht. Und zwar hat man festgestellt, dass ein bestimmter Bereich direkt hinter der Stirn, in unserem Stirnhirn, aktiviert wird, wenn sichere Bindung stattfindet. Und wenn dieser Bereich aktiviert wird, hat er eine sogenannte Top-Down-Regulationsfunktion auf das Stresszentrum. Das ist die Amygdala. Das heißt, die Amygdala, unser Stressempfinden, geht runter, wenn wir Sicherheit bekommen über diesen Zusammenhang. Das Umgekehrte ist der Fall, wenn Zurückweisung erfolgt. Und wir haben gerade einige Beispiele von Zurückweisung in dem Bericht sehr anschaulich gehört. Wenn Zurückweisung erfolgt, steigt das Schmerzempfinden, der Stress wird nicht runterreguliert. Und Panikattacken, das war das Letzte, was Sie erwähnten, Panikattacken sind dann eine sehr typische Reaktion darauf. Das heißt, man kann Stress nicht mehr wegregulieren, wegstecken. Und das ganze System wird hochgefahren, weil über das bewusste Denken, und das Prinzip Hoffnung hat was mit bewusstem Denken zu tun, über das bewusste Denken diese Top-Down-Regulation von Präfrontalkortex auf Amygdala nicht mehr stattfindet. Das Ganze ist inzwischen so gut untersucht, dass es sogar in Nature publiziert wurde. Da publiziert man nicht so ohne weiteres, das wissen Sie wahrscheinlich. Eine Nature-Publikation und die Universitätskarriere ist weitestgehend gerettet schon. Das reicht schon weitestgehend aus.
Und auch das hat diese Arbeitsgruppe gemacht in den letzten Jahren. Sie hat das alles zusammengefasst. Und wir wissen heute, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Schmerzempfinden und Stressempfinden über diese Frage der sozialen Bindung oder der sozialen Zurückweisung. Die Untersuchung des Bindungssystems hat in den letzten Jahren bei den Entwicklungspsychologen sehr viel Raum eingenommen. Und man weiß heute, dass der Mensch auf Stress, auf Gefahr, nicht nur auf Schlangen im Kinderzimmer, das ist nicht die übliche Gefahrsituation, sondern auf viele Gefahrensituationen so reagiert, dass er entweder bindungsdeaktivierendes Verhalten hat oder bindungsüberaktivierendes Verhalten. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir nicht adäquat Reaktionen bekommen von sicherheitsgebenden Bezugspersonen. Das heißt, bindungsdeaktivierendes Verhalten, wir gehen auf Autonomiekurs, wenn Sie so wollen. Wir geben uns besonders selbstbewusst die Flucht nach vorne, wenn man so will. Oder wir werden ganz ängstlich und klammern. Das sind die beiden Möglichkeiten, mit Gefahr umzugehen. Und ob wir das eine oder das andere tun, das wird teilweise zum großen Teil sogar bereits in den ersten zwei Lebensjahren entschieden. Das ist die Bindungsphase. Und da entscheidet sich über die Exprimierung von Oxytocin und einem bestimmten Abschnitt, also epigenetischen Zusammenhängen, entscheidet sich, wie bindungsfähig und damit wie stressempfindlich wir lebenslang sind. Es kann nachher modifiziert werden, zum Beispiel durch Psychotherapie, wenn sie sehr gezielt eingesetzt wird. Aber der normale Lebensverlauf macht keine Modifikation mehr im größeren Umfang. Das heißt also, wir kriegen eine verstärkte Aktivierung neurobiologisch der sogenannten Hypophysen neben ihren Rindenachse und des Sympathikus. Und das führt dazu, dass wenn jemand erhöht bindungsdeaktivierendes Verhalten oder überaktivierendes Verhalten hat, dass er enorm viel mehr Stress empfindet. Das waren die Grundlagen. Und jetzt wenden wir das mal an auf die Arzt-Patient-Beziehung. Wir haben 4 Formen von Bindung, die früh geprägt werden. Das eine ist eine Form von sicherer Bindung. Und das haben etwa 60% der deutschen Kinder, nach dem, was wir an Daten bisher zur Verfügung haben. Und das gilt für andere westliche Industrieländer ganz ähnlich. Aber 35 bis 40% haben eine Form unsicherer Bindung, früh geprägt, weil die Hauptbezugsperson diese Sicherheit in neuen Situationen nicht adäquat geben konnte. Oder weil sie überängstlich selber war und dem Kind damit Neugierverhalten letztlich unterdrückt hat, eingeengt hat das Neugierverhalten. Das heißt, das Ergebnis ist dann später entweder so, die Fähigkeit, gute Bindungen und Beziehungen einzugehen, und ich hatte Ihnen schon gesagt, der Oxytocinspiegel ist da ganz entscheidend. Sie sind in einem Alter, wo man noch größerer Teil von Ihnen auf Partnersuche vielleicht ist oder in den Anfängen ist. Ich kann Ihnen auf dem heutigen Stand der Neurobiologie nur empfehlen, bestimmen Sie die Oxytocinspiegel vom Partner, dann wissen Sie, wie bindungsfähig er ist. Das ist die Idealkonstellation. Bei dieser Konstellation hier, da haben Sie keine guten Oxytocinspiegel, bei einem von beiden mindestens. Das heißt, jemand, der vermeidend bindet und wenn er unter Stress kommt, dann kommt dieses bindungsdeaktivierende Verhalten zum Tragen. Das heißt, er geht auf Distanz, er wird zum einsamen Wolf, wenn Sie so wollen, zum Lonesome Rider, der dann nur noch für sich arbeitet, um sich zu schützen. Das ist seine Form, mit Stress umzugehen. Er zeigt sich besonders stark, als ob er niemand bräuchte. Und auch solche Patienten haben wir ab und zu, die die Flucht nach vorne ergreifen, die dann für den behandelnden Arzt als unproblematisch gelten. Dabei sind sie hochängstlich und verstecken es durch ihre Flucht nach vorne. Die zweite Möglichkeit ist, es ist jemand, der extrem klammernd ist, der niemanden mehr weglässt, der permanent jeden versucht, für sich einzunehmen, um seine Angst, unter der er steht, um seine Angst in irgendeiner Weise durch Beziehungen kompensiert zu bekommen. Das kann am Ende fast dann wahllos sein. Und das Ergebnis kann ganz ähnlich sein. Es kann sein, dass die Umgebung damit überfordert ist, mit diesem klammernden Verhalten und deswegen sich zurückzieht, wenn sie nicht versteht, worum es da eigentlich geht. Wir haben eine Patientengruppe, die in der Medizin sehr viel Kosten und sehr viel Raum einnimmt. Das sind Menschen mit sogenannten funktionellen Erkrankungen. Die gehen von Arzt zu Arzt und man findet nichts Richtiges. Doktorhopping, Doktorshopping. Und ganz offensichtlich, wenn ich das richtig gehört habe, war das am Anfang bei Ihrer Schwester auch, dass sie in so eine
Schublade kam, weil niemand was Richtiges gefunden hat, möglicherweise. Das macht Ärzte hilflos. Und hilflose Ärzte neigen dazu, das zu tun, was sie besonders gut können. Je nach Fachgebiet. Und wenn sie chirurgisch tätig sind, dann heißt das, dass möglicherweise invasive Eingriffe durchgeführt werden, die gar nicht sinnvoll sind, aber sie geben dem Arzt das Gefühl, er hat gehandelt. Das ist seine Form, sich Sicherheit zu geben. Das heißt, wenn ich einen Arzt habe, und da komme ich nochmal auf dieses Schema zurück, der selber möglicherweise eher unter Stress, unsicher, vermeidend gebunden ist. Und einige der Reaktionen, die Sie uns geschildert haben, gingen eindeutig aus meiner Sicht in diese Richtung. Die Schnellschüsse, sich besonders kompetent zeigen, ohne überhaupt nachzudenken. Ohne dass die Diagnose vielleicht stimmt, man zeigt sich hochkompetent, man handelt und gibt sich selber das Gefühl, kompetent zu sein. Das heißt, sie kommen unter dem Druck der Verhältnisse, Zeitdruck und vieles andere, vielleicht auch fehlende Ausbildung in diesem Bereich, in ein massiv agierendes, selbstbewusstes, überselbstbewusstes Auftreten. Wenn ich jetzt einen Patient habe, der sehr ängstlich ist, dann ist das eine Konstellation, die jede Arzt-Patient-Beziehung zum Scheitern bringt. Das Umgekehrte ist aber auch der Fall. Wenn ich einen Arzt habe, der ängstlich ist, wenn er unter Stress kommt und mit einem Patienten zu tun hat, der deaktivierendes Bindungsverhalten hat, der auf Autonomie getrimmt ist, dann passt das auch schlecht zusammen. Das Beste ist das hier, wenn beide sicher gebunden sind. Das ist problemlos. Da haben wir keine Probleme in der Arzt-Patient-Beziehung in der Regel. Aber diese Konstellation, ob der eine so ist, der Arzt, und der Patient so oder umgekehrt, das ist die, die uns im Alltag in den Kliniken große Schwierigkeiten macht. Und die zu reflektieren, das ist das, was im Medizinstudium zu kurz kommt, bis heute zu kurz kommt. Leider zu kurz kommt, muss man sagen. Die eigene Bindungstypologie, die eigene Prägung als Arzt, zu reflektieren. Neige ich dazu, unter Druck besonders selbstbewusst nach vorne zu gehen? Oder bin ich jemand, der eher ängstlich ist? Oder bin ich adäquat selbstbewusst und kann mich mit anderen austauschen, auf Augenhöhe kommunizieren und auf den anderen eingehen? Das nennt man dann Empathie und das sollte das Ideal sein, was man anstrebt. Aber das funktioniert selbstverständlich nur, wenn zwei zusammentreffen, die beide sicher gebunden sind. Das, was ich Ihnen dargestellt habe, ist alles nicht so ganz neu. Ich kam zu diesem Thema nach der Reform der Medizinerausbildung im Rahmen meiner Doktorarbeit. Das begleitete mich sozusagen ein Berufsleben lang. Die Arzt-Patient-Beziehung als affektives Lernziel im Medizinstudium, so nannte sich diese Doktorarbeit damals in Marburg durchgeführt. Das Ziel war, Medizinstudenten ein Curriculum an die Hand zu geben. Das gab es damals an der Universität auch nicht im offiziellen Curriculum, sondern im Sinne einer Selbsthilfebewegung. Das nannte sich Anamnesegruppen, Anamnesegruppenbewegung. Und dabei ging es darum, Verbesserung von Reflexionsfähigkeit, Eigenreflexion und über die Eigenreflexion eine Verbesserung der Empathiefähigkeit in andere Menschen zu erreichen, soweit sie noch nicht vorhanden ist, und zusätzlich Gesprächsführung und Anamneseerhebung dabei gleichzeitig zu erlernen. Das Ganze ist in einzelnen Universitäten in Deutschland im ordentlichen Curriculum inzwischen. Ob es in Mainz der Fall ist, weiß ich nicht, bin ich nicht sicher. Es gibt einige medizinpsychologische Abteilungen bundesweit, die das in ihre Curricula aufgenommen haben. Das hat aber was mit Ressourcen zu tun. Und Ressourcen heißt auch Personalressourcen. Es gibt Labs inzwischen, computerisiert mit Gesprächen von Patienten, wo man an einer bestimmten Stelle dann sagen kann, so würde ich jetzt weitermachen und so würde ich nicht weitermachen, zum Beispiel. Daran kann man richtig exemplarisch lernen, wie solche Dinge laufen. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Es geht um Skills, wie das heute heißt. Aber Skills allein, Technik, reicht nicht aus. Und es geht auch darum, reflektieren zu lernen, was löst der andere bei mir aus? Und was ist das, was bei mir jetzt ausgelöst wird? Hat es was mit mir zu tun? Oder hat es mit dem anderen zu tun? Und das setzt ein gewisses Ausmaß an Selbsterfahrung voraus, die leider nicht so selbstverständlich in einer technisierten Medizin und einer Ausbildung zu einer technisierten Medizin durchgeführt wird. Das Gegengewicht, wenn Sie so wollen, das ist das, was vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Damals
war es der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchaus wert, dafür viel Geld auszugeben. Wir hatten damals über 1 Million D-Mark, um ein Curriculum zu entwickeln für diesen Zweck. Aus dem ist dieses Anamnesegruppenkonzept entstanden. Wir haben parallel dazu, und damit komme ich nochmal auf den ersten Vortrag zurück von Frau Link, wir hatten parallel dazu eine Gruppe gegründet, Begleitung Sterbender und Todkranker, damals in Marburg in der dortigen Strahlenklinik, und haben ein Jahr unter Supervision, damals als Studenten der dortigen Psychosomatik, was gemacht und haben am Ende einen Bericht geschrieben. Und diesen Bericht haben wir 1979 dem dortigen Direktor der Klinik gegeben, mit Vorschlägen, was man vielleicht ändern könnte im Umgang mit schwerkranken und todkranken Patienten. Das Ergebnis war, dass wir in der Woche einen internationalen Preis für den Bericht bekommen haben und aus der Klinik geflogen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Egle, für diesen hochinteressanten Vortrag. Ich denke, da werden bestimmt viele Fragen in unserer Podiumsdiskussion auf Sie zurückkommen. Die wird dann nach unserem nächsten Referenten stattfinden. Ich darf Ihnen nun Herrn Dr. Werner Diebal vorstellen. Herr Dr. Diebal ist seit 15 Jahren im Bereich von Kommunikation und Sprache als Berater, Analyst und Trainer für führende Wirtschaftsunternehmen und in den öffentlichen Medien im Einsatz. Er ist Spezialist für die Wirkung von Rhetorik und Gestik im Vortrag und spricht heute über weitere Aspekte sprachlicher Kommunikation, wie zum Beispiel, wie kommuniziert man in Krisen und in Ausnahmesituationen. Da können wir vielleicht auch wieder darauf zurückkommen. Ich freue mich heute ganz arg, dass er gekommen ist und darf ihn nun begrüßen, Herr Dr. Werner Diebal. Seite. Hallo zusammen. Folgende kleines Geschichte-Szenario bringt es auch ganz gut auf den Punkt, auch das, was wir hier teilweise schon gehört haben. Es ist eine kleine Situation, die ich hier vorstelle. Nicht eingeschaltet. Ja. Ist eingeschaltet. Gut. Folgende Situation, helle Aufruhr im Wald, Nervosität pur, denn es heißt, ein Bär geht um und nicht irgendein Bär, es ist ein Braunbär, ausgestattet mit einer Liste, und es ist nicht irgendeine Liste, es ist eine Todesliste. Und jetzt rätseln alle verständlicherweise, Braunbär, Todesliste, sagt mal, stehe ich da drauf. Also alle haben Angst, alle Beteiligten haben Stress. Was tun? Irgendwann sagt der Keiler, das männliche Wildschwein, Leute, macht euch mal keine Sorgen, ich kläre das, ich gehe dahin. Keiler rennt hin zum Braunbären, spricht ihn an und fragt, sag mal, hast du eine Todesliste, stimmt das? Antwort, stehe ich da drauf? Und der Keiler wird nicht mehr gefunden, aus dem Wald verschwunden, auf Deutsch leider tot. Folge, Tiere sind noch nervöser, noch mehr Stress ist da, verständlich. Es ist anscheinend kein Gerücht. Als zweites sagt der Hirsch, kein Stress, ich mach's. Auch der Hirsch rennt hin zum Braunbären, stellt die uns bekannte Frage, sag mal, hast du sie, die Todesliste? Und wiederum nur die Antwort, stehe ich da drauf? Und leider auch der Hirsch am selben Tag tot. Was machen wir? Der Hase sagt als drittes, ich mach's. Ich gehe dahin. Auch der Hase hoppelt, 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 trifft den Braunbären, stellt die Frage, die wir alle kennen, hast du sie? Die Todesliste. Und wiederum nur ein, stehe ich da drauf? Und auch hier, der Hase sinniert, überlegt einen Moment, guckt den Braunbären an und sagt nur eins, kannst du mich denn auch von deiner Liste streichen? Sagt der Braunbär zum Hasen. Das bringt es
Deshalb erzähle ich das so am Anfang ganz gut auf den Punkt. Unser Thema, Maximilian hat mir gebeten, Umgang auch mit Patient, Arzt, Arzt zum Chefarzt und so weiter, all das mal ein bisschen aufzugreifen. Ich sage in meinen Rhetoriktrainings, in meinen Coachingmaßnahmen, egal mit wem, einerseits ist es natürlich eine wichtige Eigenschaft, mutig zu sein. Jetzt waren alle drei mutig. Sowohl der Keiler, als auch der Hirsch, als auch der Hase. Alle drei waren mutig. Allerdings nur einer hat es überlebt. Der Schwächste, der Hase. Wieso? Die Rhetorik lehrt ja eins, Worte wirken. Worte wirken. Und ich denke, das haben wir sehr eindrucksvoll hier in den beiden Vorträgen ja schon gehört, wie Worte wirken können. Was Beziehungsmanagement ausmacht. Von zum Beispiel Chefarzt zu Patient. Oder umgekehrt natürlich auch. Zwei haben auch Fragen gestellt, der Keiler und der Hirsch. Leider sind die beide im Vertrieb, sage ich gerne, EDK-Prinzip, Ende der Karriere. Ich weiß nicht, gibt es das auch in der Medizin? Gut, wenn ich jetzt ohne medizinische Berechtigung jetzt hier den Arzt spiele, das gab es ja auch mal, irgendwann ist die Karriere zu Ende, der hat gar nicht studiert. Das ist gar kein Arzt, kommt der auch irgendwann meistens raus. Ich sage meinen, das rufe ich auch ihm zu, natürlich brauchen wir, auch um neue Dinge mal auszuprobieren, wir brauchen Mut. Und wir brauchen dafür vermutlich, was ganz wichtig ist, und das vielleicht kommt es zu kurz im Medizinstudium, die soziale Intelligenz. Schlagworte wurden ja schon genannt. Empathie. Wir fördern ja immer den IQ. Aber was ist mit dem EQ? Also was ist mit Gefühlen? Was löst Gefühle aus? Was ist mit meinen Gefühlen in schwierigen Situationen? Ich kann nur in jetzt knapp 20 Minuten ein wenig darüber reden, was Kommunikation da macht. Ich bin ja hier angekündigt für Motorik, Mimik, Gestik, Stimme. Natürlich ist das alles wichtig. Auch das besser einzusetzen erfordert natürlich Mut, mit der Stimme zu arbeiten, mit der Körpersprache zu arbeiten. Alles sicherlich wichtige Themen. Wir konzentrieren uns meistens ja nur, so wie ich das hier festgestellt habe, Diagnose, Lösung, wir orientieren uns an ZDF, Informationen, und das sind in der Regel was? Kennen Sie alle? Zahlen, Daten, Fakten. Nur was ist mit dem Rest? Also ich unterstelle, oder möchte das jedem unterstellen, jeder macht sein Studium, er wird Fachärztin oder Facharzt und dann ist alles gut. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr. Ich habe die Geschichte vom Hasen erzählt, Worte wirken. Wie wirken denn meine Worte? Und da kommt die Rhetorik ins Spiel. Rhetorik ist ja nichts anderes als Redekunst. Ausgedrückt durch meine Worte. Und dass die verletzend sein können, arrogant sein können, das haben wir ja schon mal hier gehört. Also Worte hinterlassen Spuren im Dialog, natürlich auch im Vortrag. Das kennen wir auch alle von Präsentationen, die recht langweilig sind. Dann gehen wir direkt wohin? Alle hier, auch Mediziner, in den geistigen Garten und schalten ab und gehen da spazieren und denken, oh, geistiger Garten, der redet ja noch eine Viertelstunde, das überlebe ich noch. Aber Rhetorik heißt ja für mich nicht nur, ich halte hier jetzt einen tollen Vortrag von 20 Minuten, sondern Rhetorik heißt ja, und darum bin ich ja auch gebeten worden, es sind Worte, die wirken, empathische Kommunikation, Konfliktmanagement funktioniert natürlich über Worte. Eins, manchmal kann ich jetzt nur sagen, ohne Worte. Ich habe es zufällig studiert, tatsächlich als Politikwissenschaftler damals an der Uni Münster. Ich habe mich sehr stark beschäftigt mit einem Gebiet. Das sollten Sie alle kennen als Mediziner. Körper, Sprache aber auch schon mal gehört. Nonverbales Management heißt es so schön. Ich habe damals meine Dissertation über zwei Herren geschrieben, die kennen Sie vielleicht noch, Stoiber und Schröder. 100 Stunden habe ich damit zugebracht, die beiden zu analysieren. Körpersprachliche Wirkung von den beiden, das hinterlässt Folgeschäden bei mir. Und dass das wichtig ist, auch in der Medizin, wie wichtig, dass das harmoniert. Was bringt mir ein toller Chefarzt, der jetzt irgendwelche rhetorischen Figuren lernt, Techniken, empathisch sein möchte, oder der Oberarzt? Aber die Körpersprache spielt gar nicht mit. Schon Watzlawick hat ja gesagt, man kann nicht kommunizieren, ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Kennen wir alle. Dem Stoiber haben sie damals zugerufen, du Edmund, wenn du jetzt die Wahl gewinnen willst, musst du mehr lachen. Freundlichkeit. Im Vertrieb heißt es LMAA, schon mal gehört? Lächel mehr als andere. Der Stoiber machte daraus, lächel mehr als alle anderen. Das Problem, Inhalt,
Er redet über Arbeitslosigkeit. 5 Millionen hatten wir damals, 2002. Jetzt hat ein Coach gesagt, lächeln mehr. Alle denken, hat er einen Pfeil im Kopf. Das wäre so, wie, ich habe letzte Woche durch einen Blasensprung meine dritte Tochter verloren im 5. Monat und die Oberärztin kommt und sagt, Herr Diebey, Schwangerschaftsabbruch. Es ist schlimm, ne? Ja, hat die nicht gemacht. Die hat gegessen dabei, aber ist egal. Das ist nicht adäquat. Wir reden immer von Kongruenz. Was ist das Ziel? Kongruenz, Echtheit. Ja, bei allem Training, Echtheit ist wichtig. Natürlich, ich ziehe mir einen Kittel an, ich ziehe mir heute auch meinen Anzug an. Echtheit, ich will, dass das hier kompatibel ist. Meine Worte sollen zu dem passen, was ich hier erzähle. Und das ist vermutlich das auch, was Frau Link gemeint hat. Das muss irgendwie harmonieren. Ich muss es ihm auch abkaufen können. Ich kenne auch genug Leute, die wollen empathisch sein und die haben eine ganz veränderte Kommunikation. Die haben dann sowas gelernt wie NLP, neurolinguistisches Programmieren, die reden ganz anders. Aber es kommt überhaupt nicht mehr glaubwürdig rüber. Das ist ein großes Problem. Also Körpersprache ist für uns ein Thema. Und das Letzte vermutlich, was Sie auch gesagt haben, Frau Link, da klingt das arrogant, aggressiv, ich bin genervt, vielleicht bin ich auch mal erfreut. Unsere Stimme. Der Ton macht die Musik, kennen wir als eine Binsenweisheit. Aber was verändert sich? Unser Ton in Stress verändert sich nur mal meine Tonlage. Klingt meine Stimme entspannt? Beruhige ich euch? Modulation der Stimme ist sicherlich ein wichtiger Gradmesser auch im Bereich der Empathie. Laut, leise, schnell, langsam, hoch, tief. In Stresssituationen sprechen die meisten Leute zu schnell und zu hoch. Frauen oft. Es gibt auch Männer, die das tun. Und ich erinnere mich an letzte Woche Donnerstag, die Oberärztin, die reinkommt. Ist ja nicht schlimm, die kommt rein, die will uns helfen, die ist nett. Aber erstens, sie spricht viel zu schnell und die hat den Mund voll. Wie kann die dann mit mir kommunizieren? Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt. Aber wenn der erste Eindruck schon innerhalb von 7 Sekunden in die Hose gegangen ist, da bringt auch die ganze Empathie nichts mehr. Die medizinische Diagnose, okay, die ist eh schon schwierig genug für jeden, oder? Naja, für mich immer das Konzept, wenn wir über Patientenkommunikation reden, wenn vielleicht mal der eine oder andere auf irgendwelchen Kongressen spricht, worum geht's denn? Basis immer Inhalt, natürlich. Ich brauche inhaltliche Substanz. Wenn ich mit meinen Politikern arbeite, zucken die manchmal zusammen. Ich sage, okay, ich habe was dabei. Aber es geht ja weiter. Ihr braucht ja nicht nur Inhalte. Du brauchst dann Rhetorik. Da gibt es so viele Tools, heißt es ja mal schon, Soft Skills und diese ganzen Dinge. Du brauchst deine Körpersprache, du brauchst deine Stimme. Das sind letztendlich alles Binsenweisheiten, nur wir machen es nicht. Wir wüssten ja alle, okay, habe ich schon als Kind gelernt, Hände niemals in den Maschinenraum. Hände weg vom Auspuff. Also was? Gestik. Wie kommuniziere ich mit einem Patienten? Doch nicht so, oder? Ist schon respektlos. Dann baue ich mich so auf, wer macht das eher? Männer, Frauen, es gibt ja, kann ich eine empirische Studie zu machen, ich habe ein paar tausend Videos zu Hause, wer steht eher so da, Männer, Frauen? Das kommt ja sehr eindeutig, das ist meine Studie, tendenziell Männer. Das geht in die Richtung, wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt. Wer ist das? Eher Frauen. Ja? Auch das konnte ich jetzt in den letzten 2 Wochen im Krankenhaus beobachten. Ja? Assistenzärztin. Freistoßhaltung, hier, zack, Männer auch, ja, zack. Wie geht's denn heute? Ja, also, du kannst es beobachten an der Motorik, natürlich an der Gestik, was machst du? Du bewegst dich hier im positiven Bereich, ist eine Binsenweisheit. Ich spreche sie so an, wie geht's Ihnen heute? Natürlich, nicht hier unten, oder? Das geht nicht. Die Augen, wichtiger Gradmesser der Kommunikation. Es heißt so schön, die Augen sind das Fenster zur Seele. Keines Blickes würdigen. All das, natürlich, die Augen sind ein wichtiger Gradmesser. Und natürlich die Mimik. Wir haben über 10.000 verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten im Gesicht. Nur lächeln immer ist nicht adäquat. Okay, aber wir halten uns nicht so lange damit auf. Kommunikation. Wie wirken meine Worte? Jeder Mediziner überlegt, ich habe so viele Fremdwörter gelernt, ich muss die auch alle sagen. Das wäre ein bisschen so, wie ich sage, spitz mal die Ohren, 2 Beine. Nimmt sich ein Bein, setzt sich auf 3 Bein, dann kommt 4 Bein, nimmt sich ein Bein von 2 Bein, davon nimmt 2 Bein, 3 Bein, wirft nach 4 Bein, nimmt sich 1 Bein zurück. Aufgepasst? Wer kennt die Geschichte? Wer kennt Hand hoch mal? Ja, die frage ich jetzt nicht. Aber der Nachbar kennt sie nicht? Könnten Sie es wiederholen? Rhetorische Frage. Vermutlich, auch wenn hier sehr viele Brains sitzen. Die Mehrheit der Menschen können es nicht wiederholen.
So kommen wir uns oft in Vorlesungen vor. Da sitzt oder steht vorne jemand, Zweibein, Dreibein, Einbein, Vierbein, den schnellsten Rechner, wir haben ihn nicht in der Hose, wir haben ihn wo? Zwischen unseren Ohren. Zur Verwunderung von vielen Menschen ist das Gehirn. Der schnellste Rechner ist unser Gehirn. Und jetzt prasselt auf was ein. Was? Zweibein, Dreibein, ich will aufpassen, Einbein. Die Vorlesung geht noch 10 Minuten, was kriege ich noch mit? Vierbein. Computer stürzen ab, wer stürzt auch ab? Ja, unser Gehirn. Unsere Wahrnehmungskurve geht nach unten. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, komme ich da auch nicht wieder raus. Und wenn der Typ da vorne oder die Dame, der Herr, ist mir egal, ob er Professor ist oder was weiß ich, wie er sich nennt, wenn er so weiterredet, bleibe ich ja auch wo? Ja, im geistigen Garten. Ich bleibe da. Manche gucken die Perforierung der Deckenkonstruktion sich an. Ich sage dann immer, da gucke ich Wandfarbe lieber beim Trocknen zu. Ja, bei manchen Leuten. Aber ich sage, wenn ich doch weiß, Zahlen, Daten, Fakten, Zweibein ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Dreibein ist ein Schemel, ein Hocker. Ich setze mich drauf. Ich nehme ein Bein. Was ist ein Bein? Eine Keule. Ich esse die. Dann kommt der Hund angelaufen. Vierbein. Der Hund, hasso, klaut sich die Keule und haut ab. Der Mensch lässt sich das nicht gefallen. Was macht er? Der Mensch nimmt Dreibein, den Hocker, wirft nach Vierbein dem Hund und holt sich die Keule zurück. Dann hast du es doch, oder? Das ist bildhafte, einfache Kommunikation. Und es gibt eine kleine Formel. Vielleicht kennen Sie die. Kess. Im Vertrieb habe ich immer gelernt, Fachidiot schlägt Kunde tot. Jetzt kannst du sagen in der Medizin, ja, ich kann doch nicht so reden, so einfach, ich habe doch so viel gelernt. Du sollst kurz reden. Kurz heißt nicht einfach eine Minute, Sie haben Krebs, tot, tschüss, sondern kurz heißt 6 bis 8 Wortsätze. Das Gespräch kann durchaus länger dauern. Einfach. Ich kann Fachbegriffe reinbringen, nur ich sollte sie auch erklären. Ich sollte auch sagen, was beinhaltet das Ganze. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder Kollege ist oder Kollegin. Viele zucken jetzt zusammen, was jetzt kommt. Ich brauche immer, und da anknüpfen an Frau Link, Empathiestimulanz nenne ich das. Die Stimulanz. Und das Stimulanz übrigens auch über Körpersprache, das, was ich vorhin meinte. Über Blickkontakt, über Mimik, über Gestik, über die Haltung, vielleicht zugewandt, vielleicht mal eine Berührung. Ich muss gar nichts sagen, eine Berührung. Beim Zahnarzt stehe ich auf Berührung, so bei einer Wurzelspitzenresektion. Da brauche ich Berührung. Das stimuliert mich schon in dem Moment, das beruhigt mich. Ja, vielleicht wird das ja auch vermittelt im Studium, ich weiß nicht. Also Stimulanz. Aber natürlich auch, wie Stimulanz? Wie übermittle ich eine schwierige Diagnose? Ja, über Worte irgendwann, man muss sich ja was sagen. Auch. Und ein schwieriges Gespräch, also schwierige Diagnose, sie können ja nicht zaubern. Es wird immer schwierig bleiben. Das ist nun mal die Erkrankung. Aber die Frage ist, wie bringe ich die Erkrankung rüber? Und das ist das Thema Stimulanz. Und nicht zuletzt, was gibt uns Sicherheit? In jedem kleinen Vortrag, den ich halte, in jedem Gespräch, was ich führe, in jeder Verhandlung, in die ich reingehe, was brauchen wir denn? Nicht nur Stimulanz. Wir brauchen ja nicht nur tolle Geschichten und Empathie, wir brauchen auch immer Halt. Unser Halt ist eine Struktur. Und ich bin Freund von Strukturen. Und danach kannst du dich aufgliedern. Auch ein schwieriges Gespräch zwischen, sagen wir mal, Assistenzärztin und Oberarzt. Zwischen Patient und Arzt. Ich kann es kommunizieren. Ich muss dafür Hase sein. Es wird schwierig bleiben, ich muss ein bisschen Mut haben. Jetzt spreche ich es an. Und eine kleine Struktur, ein bisschen Zeit habe ich noch, die möchte ich mit allen mal teilen. Oft ist es so, bei Frau Link haben wir das ja sehr eindrucksvoll erlebt, sie hat 6 Jahre Erfahrung gesammelt. Das wünsche ich mir ja niemandem, solche Erfahrungen zu sammeln. Und sie hat in dieser Zeit sehr viel geklebt. Sie hat sogar als Buch ja niedergeschrieben. In der Psychologie heißt es, wir kleben Mikrotraumen-Rabattmarkenhefte voll. Das hat jeder hier dabei, virtuell übrigens. Das sind die kleinen Rabattmarken. Heute Morgen hat jeder hier schon geklebt. Vielleicht war es ganz banal. Zu Hause, in der WG oder in der Wohnung oder im Haus, wo sie leben, da gab es den Kaffee nicht. Sie hatten den Partner, aber die Partnerin darum gebeten, Kaffee zu kaufen. Oder Filter oder Pads. Das sind die Kleinigkeiten im Leben. Das ist derjenige, Lerngruppe, da kommt einer zu spät. Nicht oft, aber immer mal wieder. Oder Mitschrift wird nicht weitergegeben, du klebst eine Rabattmarke. Du willst informiert werden über eine E-Mail, wird nicht geschickt, du klebst eine Rabattmarke. Und irgendwann ist auch mal so ein Heft voll, oder? In der Beziehung. Und dann, was mache ich? Ich klebe noch eine Rabattmarke. In einen anderen Aktenordner. Und irgendwann habe ich ganz viele Aktenordner. Manche sind sehr ordentlich, die haben sogar Büros angelegt. Das ist eine Typsache übrigens, Typologie.
manchen platzt dann früher der Kragen. Nur irgendwann wird des nettesten Menschen der Kragen platzen und der wird einfach mal sagen, immer kommst du zu spät. Und der andere sagt, reg dich doch nicht so auf, hast doch nie was gesagt. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, dass zu spät kommt. Und das Modell können Sie alle projizieren auf sämtliche Situationen. Das Modell nennt sich Gesprächsmodell Bahn. Hat nichts mit der Deutschen Bahn zu tun, so aktuell bin ich jetzt nicht. Ja? Nichts damit zu tun, okay? Und wer sich jetzt gerade noch fragt, der Diebal hat geredet von Mikrotraumen-Rabattmarken. Stimmt, die habe ich. Gibt es auch Makrotraum? Es gibt ja in Wirtschaftswissenschaften Mikro-Makroökonomie. Ja? Makrotraum sind Hochzeit, Scheidung, Geburt, Tod, Sechser am Lotto plus Superzahl. Ich habe alles wieder verloren. Haben wir damit tagtäglich zu tun? Nein, das wird mich überfordern. Jeden Tag ein Schwangerschaftsabbruch, das ist ziemlich hart, finde ich. Oder? Also deshalb, die Kleinigkeiten, das ist das, was mich berührt. Die Kleinigkeiten im Leben, diese ganzen, was mich nervt, was an mir zehrt, was mir Energie, die ganzen Energieräuber, die unterwegs sind, die Vampire. Wenn mich das jetzt stört, so eine Nervensäge, vielleicht der arrogante Chefarzt, ist jetzt ein Klischee, okay, ich weiß, aber wenn das mal so sein sollte, ja, dann sprich ihn doch an. Je nachdem, in welcher Position du bist. Wie sprichst du ihn ein? Na, angenommen, der hat mich nicht gegrüßt. Einmal, zweimal. Ich bin immer freundlich, sage guten Morgen. Jetzt gehe ich dahin. Sie sind meine Chefärztin. Ich habe so einen Hals. Ich habe letzten Dienstag um 7 Uhr freundlich guten Morgen gesagt und Sie haben einfach weggeguckt. Ist das eine Beobachtung oder ist eine Bewertung meinerseits? Was ja? Ja. Eine Bewertung oder? Bewertung. Wo ist die Bewertung? Ich habe so einen Hals. Die höchste Kunst der zwischenmenschlichen Kommunikation, um es kurz zu machen, ist, dass ich so spreche, dass ich beobachte und nicht bewerte. Was machen wir meistens? Wir bewerten andauernd. Da ist jemand arrogant. Das ist eine Wertung. Was macht den Menschen arrogant? Okay, was habe ich gesehen? Was hat er gesagt, dass er arrogant wirkt? Also halten wir fest, wir brauchen, um Bahn zu fahren, eine. Ich komme nach Hause 21 Uhr. Ich gehe in den Keller, das Licht brennt. Beobachtung oder Bewertung? Das ist eine Beobachtung. Ist durch nichts zu widerlegen. Ich gehe in die Küche. Der Kühlschrank steht offen. Das ist eine rein, kein An, kann, es stimmt nicht, es sei denn, er lügt, okay? Deshalb ist wichtig, macht das zeitnah. Und jetzt können alle Mediziner das auf sämtliche Bereiche übertragen. Mein Beispiel war ja jetzt nur lapidar mit dem Nicht-Grüßen. Ich habe eine Diagnose, die ist da. Das ist eine Beobachtung. Wir können das sogar sehen, wir können das hier. Ich kann es Ihnen zeigen. Zack. Aber was? Das ist erstmal das Erste. Aber wie geht es dann weiter? Es hat immer eine. Also wir reden jetzt über schwierige Situationen. Ja? Wir reden über irgendwas Schwieriges, ja? Nicht so irgendwas Lapidares. Wir hatten zum Beispiel Situationen, da erzählt einer tatsächlich sexistische Witze am Arbeitsplatz. Das fanden die alle nicht so witzig, vor allem nicht die Frauen. Also wir haben das beobachtet. Welche Auswirkungen hat das? Vermutlich, welches Gefühl steckt dahinter? Erstmal auf meiner Seite. Also wenn er da die sexistischen Witze erzählt, was löst das bei uns aus? Bitte? Ekel. Ja, das Gefühl ist Ekel. Genau. Das Gefühl ist Ärger, Wut, Zorn, das sind alles Gefühle. Wenn ich sage, ich bin echt sauer, ist das ein Gefühl? Das ist ein Gefühl. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dass Sie alle mir nicht vertrauen, ist das ein Gefühl? Das ist eine Interpretation. Ich habe das Gefühl, Sie sollten besser aufpassen. Ist das ein Gefühl? Das ist kein Gefühl. Also wir sollten reine Gefühle artikulieren. Das ist Trauer. Das ist traurig. Dieser Befund ist traurig. Metastasen sind traurig. Das ist alles traurig. Ja? Und das kann ich auch artikulieren. Zum Beispiel als Arzt könnte ich das artikulieren. Empathie. Es geht weiter. Wieso erzähle ich überhaupt das Ganze? Wenn ich traurig bin und wenn ich ärgerlich bin, Sie können ja auch alle ganz lapidare Beispiele nehmen, wenn das zu hart ist. Mit dem zu spät kommen. Das macht Sie nicht traurig, wenn einer zu spät kommt. Aber es ärgert Sie, weil es Ihre Zeit ist.
Und wieso? Weil es einen Hintergrund hat. Und was ist der Hintergrund? Wieso bin ich sauer, wenn einer zu spät kommt? Was wünsche ich mir von den Menschen? Pünktlichkeit. Ja, sind wir mit Pünktlichkeit auf die Welt gekommen? Es gibt ein originäres Bedürfnis, was wir alle kennen, was darüber steht, Verlässlichkeit. Als Säugling brauchten wir alle Menschen, auf die wir uns verlassen können. Irgendeiner muss uns die Milch gegeben haben, die Brust, die Flasche, Verlässlichkeit. Und wenn einer sich nicht an die Regeln hält, zum Beispiel im OP-Saal und so weiter, dann ist das ärgerlich. Wieso? Ja, sie brauchen Menschen, gerade im OP-Saal und auch sonst in der Praxis, wo auch immer sie arbeiten werden, auf die sie sich verlassen können. Und wenn einer mich nicht grüßt, bin ich sauer. Aber wieso bin ich sauer? Was ist der Hintergrund? Also Respekt. Und das ist eine Eigenschaft, die vermutlich auch im 21. Jahrhundert immer mehr in Vergessenheit gerät. Respekt und Wertschätzung. Aber das darf ich artikulieren. Ich sage dem anderen auch klipp und klar, das ist übrigens, das hört sich so leicht an. Marshall B. Rosenberg hat sie erfunden, gewaltfreie Nonviolent Communication, gewaltfreie Kommunikation. Er hat gesagt, it's easy, but it's not simple, das ganze Modell. Sonst würden es ja alle so machen und ganz cool. Es ist ja nur eine Möglichkeit, es ist ein Werkzeug für Sie, für mich, für alle. Nicht immer. Aber in vielen Situationen, die ich jetzt hier gerade von meinem geistigen Auge abrufen kann, kann ich mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, zu sagen, ich bin sauer, ich bin irritiert, der Typ, der die frauenfeindlich sexistischen Witze erzählt, ich bin sauer, wieso? Wertschätzung, Respekt am Arbeitsplatz, überhaupt im Umgang mit anderen Menschen, das ist uns doch wichtig. Und wenn einer, ein Arzt, da redet einer wirklich nicht Klartext, der redet einfach immer drumrum, der kommt auch nicht auf den Punkt und immer M und immer Fremdwörter. Was wünsche ich mir von den Menschen? Als Patient, was wünsche ich mir? Ja, Klarheit. Klarheit wollen wir. Wir haben ein Bedürfnis auch nach Klarheit. Das ist ein Bedürfnis. Struktur. Natürlich auch Hilfe, Wärme. Alles Bedürfnisse. Also Hintergrund ganz wichtig. Und was brauchen wir jetzt noch, um Bahn zu fahren? Letzter Punkt. Ist die Nachfrage. Drei Fragemöglichkeiten. Eine Frage, was schlagen Sie vor? Bedeutet, was schlagen Sie vor, ist eine offene Frage. Der andere kann jetzt sein Fehlverhalten vielleicht einsehen. Das ist auch ein Hierarchieding. Ich kann auch fragen, sind Sie ab sofort bereit, hier pünktlich zu erscheinen in der Praxis im OP-Saal? Sind Sie ab sofort bereit, das zu tun? Ich will jetzt was hören, ist auch klar, ein Ja, kein Nein. Ich kann auch fragen, unter welchen Umständen sind Sie bereit, dies und jenes zu tun? Das ist die dritte Fragemöglichkeit. Unter welchen Umständen sind Sie bereit, Folgendes zu tun? Drei Fragemöglichkeiten. Und die vierte ist keine Frage, sondern was ist auch sehr, sehr wirkungsvoll und damit auch wieder menschlich. Oft übrigens auch in der Hierarchie mal von oben nach unten jemanden zu bitten, einfach die Bitte zu äußern. Ich bitte dich zukünftig, ich bitte Sie zukünftig hier dies und das zu tun. Ich bitte Sie zukünftig, sich mehr Zeit für die Patienten zu nehmen. Ich bitte Sie zukünftig, das und das zu tun. Ich bitte Sie zukünftig, klarer zu kommunizieren. Ich bitte Sie darum, pünktlich zu erscheinen. Das ist die Bitte. Also Sie haben alle Möglichkeiten, nachzufragen, wie auch immer Sie wollen, oder die Möglichkeit zu bitten. Das ist ein ganz scheinbar einfaches Modell. Aber wenn Sie es heute mal anwenden oder morgen, werden Sie feststellen, es ist doch sehr schwierig. Und wenn Sie jetzt alle die Ohren gespitzt haben, schreien Sie alle auf und sagen, Herr Dieber, Werner, eins hast du vergessen. Du hast gerade von KESS gesprochen. Kurz, einfach, Stimulanz und Struktur. Alle werden hier im Raum sagen, das ist kurz und einfach und es hat eine Struktur, oder? Vermutlich. Aber eins fehlt. Was? Und im Sinne der Bahn bin ich dankbar für einen Zwischenruf einer Dame, die hat gesagt, es fehlt die Stimulanz. Da wir sehr, sehr flexibel sind, ein Tipp von mir, macht aus der Bahn eine S-Bahn, damit die Stimulanz da nicht zu kurz kommt. Und gerade wieder Medizin, nehmen Sie alle das Patientengespräch, nehmen Sie das Gespräch untereinander unter Kollegen. Wertschätzung, Stimulanz. Eine Dame ist befördert worden in ihrer Abteilung, der Mann nicht, mit dem sie arbeitet, lange Jahre vertraut, beide hatten kein Problem miteinander, seitdem aber schon. Gekränkte männliche Eitelkeit, der Mann macht Stress, ist aber ein Experte.
Sie hat Rabattmarken geklebt in ihr Heft. Mikrotraum-Rabattmarken in ihr Heft geklebt. Wenn sie weiterklebt, schmeißt sie ihn raus. Aber es ist ein richtig guter Typ. Fachmann. Den will sie in ihrer Abteilung behalten. Irgendwann muss sie ihn ansprechen. Und sie spricht ihn an und sagt Folgendes. Stimulanz. Ich habe da ein Problem. Ich kriege das alleine nicht gelöst. Ich brauchte Ihre Hilfe. Folgendes. Letzte Woche Meeting. Wir haben gesprochen über. Ich habe gesagt, da haben Sie gesagt, das ist doch alles ein undurchdachter Käse. Beobachtung. Das hat mich irritiert. Das hat mich irritiert, weil es mir wichtig ist, dass wir einander zuhören, aussprechen lassen, wertschätzend miteinander umgehen in der Abteilung. Was schlagen Sie vor? Das ging noch ein bisschen hin und her. Aber die beiden arbeiten weiterhin zusammen. Der Typ hat sein Fehlverhalten eingesehen. Es ist ja nur ein kleines Beispiel. Und ich behaupte, geistig hier im Raum ist jeder in der Lage, das mal umzusetzen. Geistig. Empathisch weiß ich nicht. Denn das ist sehr schwierig. It's easy, but it's not simple. Und was sich immer so leicht anhört, ich sage, ich mache auch die Fehler. Und ich weiß auch nicht immer, ob ich da alles richtig mache beim Vortrag, im Gespräch. Frag mal zu Hause nach meine Frau und meine Kinder. Ich mache bestimmt nicht alles richtig, auch private nicht. Aber den Menschen, da rufe ich immer nur eins zu, wir können alle weiter trainieren. Wir können alle weiter an der sozialen Intelligenz auch arbeiten, natürlich auch hier, am IQ. Aber die andere Sache nicht vergessen und nicht sagen Soft Skills und so weiter. Es ist Hoffnung da, dass wir weiter an uns arbeiten und deshalb rufe ich jedem zu. Keiner muss hier perfekt werden. Es gibt die schöne Botschaft, Perfektion weckt Aggression. Perfekt werde ich auch nie. Ich kann so viele Seminare besuchen, en masse, ich werde nicht perfekt. Keiner wird perfekt. Ist auch nicht besonders sympathisch, so eine Perfektion anzustreben. Und deshalb, menschlich bleiben ist wichtig. Und denken Sie immer dran, die Arche Noah, die wurde von Laien erbaut damals und die Titanic von Experten. In diesem Sinne, kommen Sie gut an. Danke. Sehr geehrter Herr Dr. Diewall, ganz vielen Dank für diesen, ich glaube, uns allen begeisterten Vortrag. Wir greifen vielleicht die Stimmung gleich auf, um in der Zeit auch unsere Podiumsrunde einzuleiten. Vielleicht darf ich es mit Ihren Worten sagen. Ich bitte Sie alle, jetzt sich vielleicht Fragen zu überlegen und in Austausch zu treten mit unseren drei Koryphäen Ihres Faches. Vielleicht würden Sie noch mal Platz nehmen an unserem Tisch und Herr Neumann sowie Herr Seelbach werden dann die beiden Seiten abdecken, um mit dem Mikrofon zu Ihnen zu kommen. Und ich hoffe, dass sich jeder traut und es soll ganz offen sein, es soll auf Augenhöhe sein und wir möchten einfach Ihre Fragen hier mit unseren Experten besprechen. Ja, hallo Herr Diewall, nur die Frage zur Nachfrage. Was war der zweite Punkt? Also erste Frage war, was schlagen Sie vor? Die zweite, was hatten Sie da gesagt? Sind Sie ab sofort bereit, das sich direkt zukünftig mitzuschreiben? Nee. Wir treffen uns dann gleich draußen. Das ist das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation. Sind Sie ab sofort bereit, dies und jenes zu tun? Alternativ, sind Sie ab sofort bereit, hier pünktlich zu erscheinen? Geschlossene Frage. Vielen Dank, das war schon eine sehr schnelle und smarte Antwort. Gibt es denn weitere Fragen aus dem Publikum? Ich komme auch gerne rum, hier oben. Ja, es klang so ein bisschen durch, dass die Kommunikation sich irgendwie verschlechtert hat. Sowohl der Herr Dr. Diewall als auch die Frau Link haben irgendwie gesagt, das ist ein Problem des 21. Jahrhunderts. Heute ist die Kommunikation so viel schlechter als früher. Früher war alles anders. Jetzt denke ich mal so an die Ärzte, die so in meiner Geschichtswelt vorkommen. Da wurde gesagt, was der Patient zu machen hat und dann hat der Patient das gemacht. Oder der Patient hat den Arzt vielleicht auch gar nicht gesehen, wenn er Pech hatte und die falsche Stellung hatte. Ist die Kommunikation so viel schlechter heute? Okay,
Herr Professor Egle, ich denke, Sie verfügen über ganz viel Erfahrung in dem medizinischen Bereich. Ich darf die Frage nochmal aufgreifen. Kommunizieren wir heutzutage schlechter, als es Ärzte früher gemacht haben? Ich weiß, eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, welche Maßstäbe wir haben, um das zu vergleichen, aber was heute Abend noch mal deutlich wurde, zumindest für mich, ist, dass sich nicht viel geändert hat diesbezüglich. Und das finde ich eigentlich eher das, was einen doch pessimistisch stimmt. Ich hatte ja bewusst auf die Geschichte, die ich selber damit habe, da noch mal zurückgegriffen. Im Grunde genommen sind die Themen, die wir heute Abend hier diskutieren, Themen, die haben wir in den 70er Jahren und 80er Jahren auch schon diskutiert. Und ich finde, das Problematische, was heute deutlich wird, es hat sich so viel grundsätzlich offensichtlich nicht verändert. Und da muss man natürlich die Frage stellen, warum trotz all dem, was sich entwickelt hat an Know-how, auch curricular und so weiter, warum wird es in der Medizin möglicherweise nicht hinreichend wichtig genommen? Also warum wird es nicht richtig aufgegriffen und so weiter? Und ich glaube, das hat auch was mit Entwicklungen der Medizin zu tun, dass die Schere da etwas eher auseinandergeht. Also dass deswegen vielleicht vieles, was möglich wäre, was man lernen könnte, eben als, Sie haben es so genannt, Soft Skills letztlich sind und die Medizin ausgerichtet ist nicht auf Soft Skills, sondern auf harte Fakten. Vielleicht müsste man das einfach, also wie Sie gesagt haben, noch mehr in unsere Lehre integrieren. Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier also festhalten können. Frau Link, ich hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar, Sie haben von ganz außergewöhnlichen, schlimmen Kommunikationssituationen berichtet. Gibt es eine Situation, die Sie ganz nachhaltig geprägt haben? Ja, also zum einen war es natürlich diese sehr vielen, sehr leichtfertig in den Raum gestellten Diagnosen. Also mich hat schon erschüttert, mit welcher lapidaren Leichtigkeit Diagnosen über Leben und Tod ungeprüft verkündet werden. Das ist eben nicht nur einmal passiert, sondern doch so oft, dass es bei mir eine gewisse erschütternde Wirkung hervorgerufen hat. Es war so bei vielen Ärzten, also man kann wirklich nicht sagen bei allen, aber es war bei vielen ein so durchgängig unfreundlicher bis unhöflicher Ton im Umgang. Und das war sowohl für meine Schwester als auch für mich so zunächst mal einfach erstaunlich. Weil wenn man erst mal über 20 ist, über 30, wir waren beide über 40, dann ist man eine bestimmte Art behandelt zu werden nicht mehr gewöhnt, weil es ja doch Normen gibt von höflichem Verhalten innerhalb der Gesellschaft. Und plötzlich hatte man eine schwere Krankheit und auf einmal schienen diese Normen außer Kraft gesetzt. Also das heißt, man wurde von Ärzten oft so von oben herab und extrem reglementierend. Also ich fühlte mich manchmal so wie zuletzt als Schulkind mit 12 Jahren. Da haben Lehrer so mit mir gesprochen, wenn ich unerlaubtes Schulgelände verlassen hatte. Und so wurde man plötzlich zurechtgewiesen, weil man bei einem Arzt beispielsweise nicht sofort den Röntgenraum fand und ein zweites Mal nachfragte, wo der ist. Das Einzige, was sich ja geändert hatte, war, wir hatten plötzlich diese schwere Erkrankung. Das hat in meiner Schwester das Gefühl ausgelöst, weil ich so schwer krank bin, sind für mich die normalen Umgangsformen außer Kraft gesetzt. Ich bin es nicht mehr wert, normal, wertschätzend und höflich behandelt zu werden. Und das war das Allervernichtendste an dieser Zeit. Professor Egle, Sie arbeiten ja als ärztlicher Direktor in einer Klinik, in welche Patienten kommen, die schon eine ganz lange Leidensgeschichte haben. Und in der Psychosomatik ist es ja oftmals so, dass die Psyche sowie die körperlichen Belastungen den Patienten ganz arg prägen. Wie gehen Sie denn mit solchen schwierigen Situationen um, wo Sie merken, da kommen Diagnosen zusammen, es kommen psychische Belastungen zusammen? Wie reagiert man als Arzt aus der Praxis in einer Stresssituation eine Kommunikation zwischen dem Patienten und dem Arzt oder auch dem ärztlichen Direktor auf Augenhöhe zu gestalten? Vielleicht können Sie aus Ihrem Alltag mal was dazu sagen. Na, ich darf vielleicht dazu fügen, ich arbeite in der Klinik, in einer Reha-Klinik. Und Reha heißt letztlich, es sind relativ viele Patienten dort, die am Ende der Versorgungskette sind. Das heißt, da geht es um Frühberentungsfragen zum Beispiel. Sehr häufig. Und das heißt, gibt es noch Möglichkeiten,
den Patienten beruflich zu rehabilitieren, dass er noch möglichst lange in unsere Rentenversicherung einbezahlt, im Grunde genommen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das ist natürlich eine negative Selektion, wenn Sie so wollen. Das ist nicht repräsentativ für das, was die Medizin gemacht hat, sondern für das häufig, was die Medizin nicht geschafft hat. Und insofern sieht man in einer Reha-Klinik sehr häufig eben das, was schiefgelaufen ist oder nicht gut gelaufen ist. Und das bestätigt vieles von dem, was Frau Link in dieser einzelnen Situation eigentlich sehr eindrucksvoll dargestellt hat. Viele Patienten können es natürlich nicht so gut darstellen, aber sie schildern fragmentarisch sehr häufig genau solche Erfahrungen, die sie gemacht haben. Mein Schwerpunkt dort in der Klinik hat sehr viel mit Schmerzpatienten zu tun, chronischen Schmerzpatienten. Und wenn man sieht, was da heute real in der Versorgung passiert, mit immer mehr Morphium, Patienten werden abhängig gemacht gegen ihre Schmerzen, ohne dass das große Wirkung hat, hauptsächlich Nebenwirkungen. Aber es gibt den Betreffenden das Gefühl, sie können handeln. Sie haben was an der Hand, mit dem sie was tun können. Verstehen Sie? Und wenn das dann nicht mehr geht, ja, dann ist es halt in dem Fall nicht gelungen. Dann muss der Patient eben sagen, sein Morphium einnehmen. Das sind nur Beispiele jetzt dafür. Das heißt, das ist ein Stück Alltag, den wir sehen. Das heißt, die Medizin ist eine sehr stark handlungsorientierte, technisch apparativ und handlungsorientiert. Was zu kurz kommt, und damit sind wir wieder bei dem Thema, ist so dieser alte Satz von Pestalozzi: Wir lernen mit Hirn, Hand und Herz. Und das Herz kommt zu kurz, einfach in der Ausbildung letztlich. Also das Empathische, alles, was mit affektivem Lernen zu tun hat, ist letztlich nur implizit. Wenn man einen guten Dozenten hat, an dem man sich orientiert, ein Vorbild, dann kann das gut laufen. Aber ein explizites Lernen findet sicherlich als Gegengewicht zum Hirn und zur Hand zu wenig statt. Das heißt, wir müssen auch wieder mehr Gefühl in die Medizin bringen. Ich glaube, es geht nicht nur darum, die Gefühle reinzubringen, sondern es geht schon darum, diese Gefühle auch, so wie es vorhin gesagt wurde, an einer gewissen Struktur orientiert zu nutzen. Okay. Gefühle reinbringen gibt Chaos. Wenn ein Notarzt erst sich seiner Gefühle beim akuten Unfall versucht, mal zu gewissern, dann ist er nicht handlungsfähig. Verstehen Sie? Das stimmt. Das heißt, wir müssen gucken, wo wir Gefühle brauchen. Und bei chronischen Patienten und gerade bei Tumorpatienten ist es besonders wichtig, dass die Gefühle Platz haben in der ganzen Geschichte. Wenn ich als Notarzt zu einem schweren Unfall komme und zuerst mal meine Gefühle sortiere, bin ich nicht handlungsfähig, ist nicht adäquat. Das heißt, wir brauchen Strukturen, wo wir wissen, wann müssen wir was von dem, was wir gelernt haben, Hirn, Hand, Skills und eben Affekte, affektives Lernen, wann ist was adäquat? Aber wir müssen es beherrschen, damit wir auswählen können und nicht sozusagen, weil wir das eine gar nicht können, immer auf der anderen Schiene fahren. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt haben wir hier eine Frage. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Vielleicht, ich gehe gerade erst einmal hier hoch. Einen kleinen Moment. Danke. Ich hätte eine Frage an Frau Link, weil diese Beispiele, die Sie erzählt haben, da brauche ich kein Studium, um irgendwie besser zu handeln, finde ich. Das sind ja zum großen Teil einfach Fragen der ganz normalen Höflichkeit. Ob Sie für sich eine Erklärung gefunden haben, warum bestimmte Ärzte so reagiert haben und ob Sie sich an einen Fall erinnern, wo Sie es als Patient geschafft haben oder als Begleiter des Patienten, diese Stimmung auch umzudrehen? Also zu der ersten Frage, warum bestimmte Ärzte so handeln. Ich habe natürlich sehr viel darüber nachgedacht. Mir hat neulich ein Chefarzt auf sehr ehrliche Weise gesagt, sein ganzes Berufsleben lang wäre er vor allem, er hatte auch mit Tumorpatienten hauptsächlich zu tun, wäre er vor allem von der Angst gequält worden, er könnte plötzlich in derselben Situation sein. Also auch eine schwere Krebserkrankung mit allem, was sich dann anschließt. Und er hätte, um das überhaupt auszuhalten, so viel Abstand wie möglich zu seinen Patienten einnehmen müssen, was sehr oft als ein unempathisches, kaltes, sehr, sehr distanziertes Verhalten bei den Patienten angekommen ist. Der Ursprung war aber laut seinen Worten seine Angst. Und nach dem, was wir ja vorhin hier gehört haben, scheint ja oft Unsicherheit, die möglicherweise sehr früh in der Jugend entstanden ist, ein Ausgangspunkt dafür zu sein. Wirklich umdrehen konnte ich das nie, also ich selber nie, aber ich habe es einmal erlebt, das war bei einem Kernspintomographen, da mussten wir wieder zur Nachsorge hin und da waren viele Menschen, die sich anmelden mussten
Und an der Anmeldung, das war allerdings jetzt keine Ärztin, aber es war eine Klinikangestellte, die hat jeden, der sich anmeldete, so schlecht behandelt, dass man sich irgendwie schon entschuldigte dafür, dass man jetzt da rein wollte oder dafür vorgesehen war. Und alle zogen den Kopf ein. Alle, also wir auch, weil man wollte ja von der jetzt diese Karte haben, dass man als nächstes in dieses Ding da rein darf. Und dann kam irgendwann ein Mann, der wurde auch angeschnauzt dafür, dass er sich dort anstellte, und der hat sich gewehrt. Der hat das alles zurückgegeben, was sie sagte. Und die Frau wurde so klein und hat sich entschuldigt dafür, dass sie die Leute so schlecht behandelte. Und ein anderes Mal habe ich es erlebt bei einem Arzt, da, das war dieser Arzt, der meine Schwester in die schwere Traumatisierung gestürzt hat wegen dieses Luftröhrenschnittes. Sie musste danach aus dieser Klinik raus, weil sie solche Panikanfälle hatte, solche Angst vor diesem Arzt, und er wollte sie nicht entlassen. Und da haben wir es auch nur durch Härte, also das war dann der Fall, wo wir wirklich mit Gericht gedroht haben, um sie dort rauszuholen. Also was ich gelernt habe ist, das ist jetzt aber nicht gerade so die gewaltfreie Kommunikation, sich wehren. Also wir haben 6 Jahre lang den Kopf eingezogen, damit meine Schwester es nicht ausbaden muss. Wir haben ganz zum Schluss begriffen, dass es besser ist, in derselben Tonlage zu reden. Leider, das ist, ich weiß, das klingt jetzt sehr unpopulär, aber es war das Einzige, was geholfen hat. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Dort hinten noch eine. Wir kommen hier. Ja, ich wollte noch mal was zu dem sagen, was der Professor Egle gesagt hat, dass man eben halt irgendwie lernen muss, Gefühle irgendwie zuzulassen oder auch zu zeigen oder Mitgefühl. Ist es nicht vielleicht an der Uni dann schon zu spät? Also wie kann man das im Studium lernen? Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Das kommt auf die Kinderstube vielleicht an, ob es zu spät ist und ob die Weichen wirklich so schrecklich gestellt wurden. Das mag es geben, aber das ist sicherlich nicht die Regel. Das heißt, es ist durchaus möglich, diese... Ein amerikanischer Medizinsoziologe hat gesagt, wir haben im Studium eine Entwicklung vom Idealismus zum Zynismus. Sehr pointiert, muss man klar sagen. Medizinstudenten gehen mit einem großen Idealismus rein, mit einem Helfersyndrom häufig, allumfassend helfen zu können, und kommen sehr schnell an ihre Grenzen im Laufe des Studiums. Und die Frage ist, wie man mit Grenzen umgeht. Und damit kann man zynisch umgehen, und das haben wir einige Beispiele genannt, extrem zynische Bemerkungen. Unter Stress, unter Druck, wo sich das dann besonders leicht zeigt, möglicherweise, weil man sich hilflos fühlt. Weil man eben nicht der Helfer ist, der man eigentlich werden wollte, weil man merkt, ich habe meine Grenzen. Und solche Patienten wie Ihre Schwester vor allem, das sind Patienten, die machen Ärzte auch hilflos natürlich. Den einen schneller, den anderen weniger schnell. Und wenn ich dann sozusagen nur in Anführungszeichen noch die Aufgabe habe zu begleiten, dann ist es für viele zu wenig. Sie müssen handeln können. Und an dem Punkt geht es häufig auseinander, nach meiner Einschätzung. Die eigene Hilflosigkeit, der Umgang mit der Hilflosigkeit kann eben dazu führen, dass Zynismus in der Kommunikation rauskommt. Auch im Umgang mit sich selber übrigens. Es gibt viele Ärzte, Sie wissen, wie hoch die Suizidrate bei Ärzten ist im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Das hat alles was mit diesen Problemen zu tun, mit diesem Zynismus zu tun. Letztlich. Und dem nicht gut bearbeiteten Helfersyndrom, mit dem viele ins Studium reingehen. Zu der Frage nochmal, ob das vielleicht zu erlernen ist. Ich würde gern Sie, Herr Dr. Diebal, nochmal etwas fragen. Sie haben ja ganz viel Erfahrung mit Teaching, vor allem im wirtschaftlichen Bereich, in Bereichen, in denen es wichtig ist, zu performen, wie man sagt, rhetorisch stark zu sein, auf der Bühne zu sein, vor Menschen zu sein. Jetzt ist es so, im Medizinstudium ist das ja ein sehr kleiner Aspekt. Meine Frage wäre, was aus Ihrer Erfahrung, ist das Kommunikation, ist das erlernbar, oder ist es wirklich so, wie auch Professor Egle dargestellt hat, dass wir einen Zeitraum in unserer Entwicklung haben, wo bestimmte Bausteine gesetzt werden, auf denen aufgebaut werden muss? Und was für Erfahrungen haben Sie mit Ihren Kunden, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Mediziner, um die kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern? Das heißt, ist Kommunikation erlernbar oder ist es angeboren? Gut, als Kommunikationstrainer und Coach muss ich ja jetzt sagen, dass es erlernbar ist. Aber vieles, was die Dame auch gesagt hat, ist ja auch, wenn es vermittelt wurde durchs Elternhaus, schon mal gut. Ja, wenn ich eine gute Erziehung genossen habe, ein gutes Benehmen, das ist ja schon mal förderlich. Dennoch sehe ich,
Und jetzt nicht, weil ich Kommunikationstrainer bin, sondern selbstverständlich kann ich Kommunikation, nicht nur so ein Bahnmodell, ja lernen. Und ich kann lernen, eine super Präsentation zu halten, ohne dass einer einschläft. Anderthalb Stunden redet jemand über das Thema Medizin und alle sind hier, wow, und sagen, toller Vortrag, toller Typ, tolle Frau, was weiß ich, Wahnsinn. Und die Inhalte hat sie auch noch vermittelt. Also das kannst du trainieren. Und ich kann selbstverständlich ja trainieren, empathische Kommunikation, sozialverträgliche Kommunikation vermittle ich den Menschen. Wie gehe ich mit Angriffen um, mit Verbalattacken, mit schwierigen Situationen? Deeskalationstraining gibt es ja nicht umsonst, nicht nur bei Medizin, sondern in anderen Berufsgruppen. Und das ist selbstverständlich alles trainierbar. Ich weiß nicht, wie es hier an der Universität gelehrt wird, in vielen Fachbereichen, aber eher bei privaten Universitäten heißt es ja Training sozialer Kompetenzen, wo dann Gesprächsführung, Führungskompetenz, interkulturelle Kommunikation, das ist ja nochmal ein neues Fass, was Sie aufmachen können, trainiert wird. Ich habe oft Juristen, und mal, na, auch da gibt es vermutlich ähnlich das Problem wie bei in der Medizin, die trainieren es ja auch nie. Ja, und irgendwann stehen sie da irgendwo und sollen jetzt eine Verteidigung halten oder was weiß ich. Sie haben es ja nie gelernt im Studium beispielsweise. Ich kann Jura studieren, ohne jemals gesprochen zu haben. Ja, auch das, oder BWL, egal. Ja. Und nochmal ganz kurz, gewaltfreie Kommunikation. Also Sie haben das Beispiel gemacht, da war ein Mann, der hat sich gewehrt. Jetzt weiß ich ja nicht, was der gesagt hat, er war auf jeden Fall Hase. Und ich behaupte, wenn da jemand unfreundlich ist, an der Pforte oder wo auch immer, ich kann mit dem Modell hingehen, S-Bahn. Und das ist gewaltfrei. Ich habe ein Problem, kriege ich alleine nicht hin. Ich brauche Ihre Hilfe. Drei Leute sind zu Ihnen gegangen und jetzt kann ich Sie zitieren. Sie haben gesagt, keine Ahnung, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt, das irritiert mich. Also dieses Modell ist sicherlich da auf sämtliche Situationen anwendbar. Und dennoch gewaltfrei. Ich hoffe, kein Kuschelkurs. Ja. Ich hoffe, dass also alle, die hier anwesenden Studierenden sind, sich vielleicht das rausnehmen, um auch in dem eigenen Alltag das dann umzusetzen und auch als Vorbild vielleicht für das Team, für den Chef, für die Kollegen zu agieren. Und ich denke, da können wir alle ganz viel mitnehmen. Gibt es denn noch weitere Fragen? Hier haben wir noch eine. Gleich. Meine Frage richtet. Meine Frage ist. Okay. Wie, jetzt. Ach so. Einer nach dem anderen, vielleicht Ladies first, bitte. Ja, danke. Wie konkret die Ausbildung der Medizin aussehen soll, denn wir haben gehört, dass 35-40% kein sicheres Bindungsverhalten haben, aber dieses wesentlich die Kommunikation mitbestimmt. Und die Fragestellerin vor mir hat auch schon gefragt, inwiefern das denn noch erlernbar ist. Und sicherlich ist es erlernbar, aber es würde ja eigentlich theoretisch unauthentisch werden. Und also ein Stück weit. Und wäre dann die adäquate Ausbildung eine Psychotherapie für jeden Medizinstudenten? Weil ich frage das bloß, weil wir vorhin gehört haben, dass dieses Bindungsverhalten früh geprägt worden ist, aber dann nur noch durch eine Psychotherapie beeinflusst werden kann oder gar nicht. Darf ich ganz kurz was haben wir als Mediziner alle eine Psychotherapie? Nur nein. bitte. Bitte seien Sie nicht authentisch. Das hört sich zwar hart an, aber ich möchte keinen Arzt haben, der authentisch ist. Ich möchte einen Arzt haben, der gut ausgebildet ist, der ein Fachmann oder Fachfrau ist auf seinem Gebiet. Und wenn ich zu jemandem gehe, der Kommunikation macht, will ich einen Profi haben. Und ein Profi setzt die Dinge ja um. Ja, authentisch ist ja, wenn ich authentisch bin, ja, dann weiß ich nicht, wie ich hier auftrete. Ja, aber nach Carl Rogers wenn ich in meinen Job gehe, ja, das ist auch authentisch. Sie meinen Kongruenz, Echtheit ist wichtig. Aber Authentizität, das kann ganz gefährlich sein. Das kann, also das ist eine Begrifflichkeit jetzt, nur darüber nachdenken. Okay. Hat das die Frage beantwortet? Nein. Okay. Vielleicht bleiben dann später nochmal im 1-zu-1-Gespräch Fragen. Oder, Entschuldigung. Professor Egle, Entschuldigung, dass ich Sie übergangen habe, also, bitte. Nein, ich vielleicht, weil die Frage etwas pointiert formuliert war, braucht jeder Medizinstudent Psychotherapie? Das ist nicht der Fall. Punkt. aber er braucht Gesprächsführungskompetenz, das ist das eine. Darauf hat Herr Diebal hingewiesen. Aber er braucht zusätzlich, und das ist das Thema mit der Bindungsfrage, die ich da aufgeworfen habe,
Er braucht mehr oder weniger Übung, zu reflektieren, zu lernen, was in ihm vorgeht. Und je schlechter die Bindung früh geprägt wurde, desto mehr Training braucht er diesbezüglich. Und das kann im Einzelfall auch mal sein, dass man eine Psychotherapie braucht. Medizinstudenten haben genauso viele psychische Störungen wie die Normalbevölkerung, nach allem, was an Daten da ist. Das sind 30% immerhin. Und wenn man zu der Gruppe gehört, dann kann man möglicherweise auch Psychotherapie brauchen, wie alle in der Bevölkerung auch. So. Aber das ist nicht das Thema für heute Abend gewesen, sondern es geht um das Thema letztlich, dass wir Skills brauchen. Das brauchen Sie im Untersuchungskurs, wenn es um körperliche Untersuchungen geht, aber das brauchen Sie auch für die Gesprächsführung. Aber dass Sie zusätzlich zu den Skills eine affektive Kompetenz sich erwerben müssen. Und das heißt Reflexionsfähigkeit, das ist das, was man heute unter dem Begriff Mentalisierung subsumiert. Ist ein großer Begriff geworden in den letzten Jahren, aber das heißt letztlich, ich bin in der Lage, auch über mich sorgfältig nachzudenken im Umgang mit anderen Menschen. Und das gilt eben auch gerade im Umgang mit Patienten, nicht nur im Umgang mit Freunden. Und das ist, glaube ich, der dritte Punkt. Und bei dem würde ich sagen, da braucht der eine mehr, je nach Kinderstube, um das zu lernen und der andere weniger. Das ist aber erlernbar. Diesen Punkt des Selbstreflektierens, der ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Nochmal eine Frage hier. Ja, eine Frage an Herrn Diebal. Also Frau Link hat ja das schöne Beispiel genannt. An der Anmeldung wird jeder Patient erstmal von der Mitarbeiterin beschimpft oder schlecht behandelt. Und vielleicht kommt ein Patient, der sagt, naja, ich bin jedes Mal wieder Hirsch. Jedes Mal, wenn ich zum Arzt gehe, kriege ich einen drauf. Und ich bin doch total ängstlich und eigentlich habe ich überhaupt keine Chance zu kommunizieren. Sobald ich die Tür reinkomme, werde ich schlecht behandelt. Welche Empfehlung kann ich an diesen Patienten geben? Also was die Körperhaltung angeht, was die Gestik angeht. Einfache Empfehlungen, um diesen Patienten vor solchen Situationen zu schützen in Zukunft. Naja, am besten berücksichtige das, was ich heute Abend gesagt habe. Macht ein Training bei mir, am besten Einzelcoaching. Bezahlt dafür Geld. Und dann werde ich ihm das zeigen, wie er das macht. Und genau, das ist ja souveränes Auftreten. Ich weiß nicht, was das für eine Typologie ist. Wenn er natürlich, ich kann ihn nicht verändern und will ich auch gar nicht. Nur er kann sicherlich an seiner Körperhaltung, an seiner Ausstrahlung arbeiten. Genau wie er an seiner Stimme. Wir können ja unsere Stimme trainieren. Ein Mensch, der eine leise, brüchige Stimme hat, hat ein Problem. Wenn er jetzt vor eine Klasse tritt, beispielsweise als Lehrer, Dozent, sollte er seine Stimme trainieren. Dennoch bleibt er ja authentisch. Und Beispiele authentischen Verhaltens haben wir leider ja genug gehört bei Frau Link. Das waren Menschen, Ärzte, die authentisch waren. Die waren schlecht drauf. Die waren gestresst. Und es ist völlig verständlich, vermutlich für jeden Menschen, dass er sagt, okay, der hat Stress. Und deshalb sagt er, was wollen Sie überhaupt von mir? In dem Fall ist er authentisch, aber es entspricht nicht seiner Rolle, die von ihm erwartet wird. Es wird erwartet, dass er empathisch kommuniziert und es erwartet, ich erwarte von einer Dame, wie Sie jetzt angesprochen haben, an der Rezeption, am Empfang, dass die auch zumindest höflich zu mir ist. Das erwarte ich. Und nur weil sie einen schlechten Tag hat, das interessiert keinen. Es interessiert auch keinen, was ich für private Probleme habe. Sie wollen einfach einen professionellen Vortrag hören von mir. Der Rest interessiert sie nicht. Und deshalb ist das immer dann ein Problem. Aber das ist trainierbar. Es ist machbar. Ne? Also aus diesem Menschen, dem würde ich genau diese Ratschläge geben, ja? Oder Übungen machen mit dem. Videofeedback, all das hilft. Ich denke, Training ist dabei ganz wichtig. Wir hatten hier noch eine Frage. Dann hier. Ja, danke. Ich pointiere jetzt vielleicht mal ein bisschen, also was die Unhöflichkeit in Deutschland betrifft. Also wenn wir doch gesehen haben, Herr Ekle, dass wir, also dass das eine gute Ansprache, Bindung etc., dass da Patienten 2,7 Tage vorher aus dem Krankenhaus entlassen werden. Also wenn wir doch um die Effekte wissen. Und wenn Sie zum anderen eben gesagt haben, dass Sie in der Medizin sehr häufig mit Hirn, Hand und Herz unterwegs sind, dann habe ich jetzt den Mund vergessen. Also den hätte ich mir jetzt noch gewünscht, ne? Weil warum steht der ja nicht in diesem Satz drin? Ich meine, natürlich klar, wenn jetzt der Notfall eintritt, dann muss erstmal gehandelt werden. Aber irgendwann
Und in verschiedenen Behandlungssituationen gibt es bestimmt unterschiedliche Zeitpunkte, wann man das Gespräch sucht. Also das heißt, wenn man doch die, wenn die Vorteile so offensichtlich sind, warum nehmen wir uns, und das ist jetzt eine Frage ans Gremium, aber ich weiß nicht genau, wem ich die Frage stellen soll, warum nehmen wir uns so wenig Zeit für Höflichkeit in Deutschland? Warum nehmen wir uns wenig Zeit für Höflichkeit? Das ist also eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Gibt es jemand von Ihnen, der also, darauf antworten möchte? Ich weiß jetzt nicht, warum man sich generell in Deutschland vielleicht nicht genug Zeit dafür nimmt. Ich habe es speziell in dieser Anhäufung von Vorkommnissen tatsächlich nur bei Ärzten erlebt, ohne dass ich jetzt einen ganzen Berufsstand diskreditieren möchte. Und für mich hat es was damit zu tun, dass man als Patient und vor allem als sehr schwer kranker Patient automatisch natürlich in eine Hierarchie gerät. Man ist der Bittsteller und man hat meistens überhaupt keine Wahl mehr. Und der Arzt ist automatisch in einer sehr mächtigen Position, denn man erbittet von ihm Hilfe, man setzt die ganze Hoffnung, die man hat, in diesen Menschen. Man überfordert ihn vielleicht auch ein bisschen in dem Moment, aber er ist der, der jetzt helfen soll. Und man selber, man ist mit einer so schweren Krankheit innerlich sehr klein, ganz egal, was man sonst vielleicht vorher im Leben für ein Mensch war und was man an Auftreten hatte. Das ist sehr reduziert, wenn man weiß, ich laufe mit dieser Zeitbombe im Körper rum und dieser eine Mensch kann mir helfen. Und meine Theorie ist, dass es Menschen gibt, die mit dieser plötzlichen Macht, die sie dadurch bekommen, nicht umgehen können. Das trifft bestimmt andere Berufsstände auch, das trifft alle, aber nicht immer kommen ja Menschen in diese eklatante Situation, wo das dann tatsächlich so ist. Also ich bin Autorin, ich bin ganz selten in der Situation, dass vor mir ein echter Bittsteller sitzt, dem gegenüber ich Macht überhaupt entwickeln könnte. Und in vielen anderen Berufen ist das auch so. Aber in diesem Arzt-Patienten-Verhältnis ist eine Machtstruktur. Und die wird oft missbraucht, meiner Ansicht nach. Und ich glaube, das ist einfach ein menschliches Problem. Es waren noch zwei Fragen. Hier war zuerst, dann kommen wir. Ich habe eine ganz kurze Frage, Frau Link. Hat sich irgendeiner dieser Kollegen oder Kolleginnen, die sich so verhalten haben, bei Ihnen entschuldigt, Ihnen einen Brief geschrieben? Ihr Buch ist ja bekannt. Und ich meine, ich habe mich oft... Ich habe mich oft gefragt, ob die das wohl gelesen haben. Nein, hat niemand. Also Kontakt habe ich. Lange bevor das Buch erschienen ist, fand ich es merkwürdig, also ich habe ja vorhin vorgetragen, diese vielen Fehldiagnosen, die ja jedes Mal eine Todesdiagnose waren. Das war also nicht, dass einer gesagt hat, sie haben eine Halsentzündung und es war in Wirklichkeit irgendwas am Fuß, sondern es war jedes Mal eine Diagnose, die hieß, da sind Metastasen und wir können nichts mehr machen. Und dann stellte sich ja immer raus, dass das nicht stimmt. Also wir hatten 5 Fälle insgesamt. Wir haben von diesen Ärzten, die diese Fehldiagnosen gestellt haben, nicht ein einziges Wort des Bedauerns gehört. Also ein tut mir leid, ich habe mich geirrt. Sie haben wahrscheinlich schlimme Tage und Nächte jetzt gehabt. Sollte nicht vorkommen, ich habe mein Bestes gegeben, habe mich geirrt. Irgend so etwas. Also das ist nicht ein einziges Mal passiert. Ja. Das fand ich auch schlimm und ich denke auch in vielen anderen Berufen kann man so mit Fehlern gar nicht umgehen. Also da muss man irgendwann Stellung dazu nehmen, aber die Ärzte waren abgetaucht und da komme ich wieder zu dem Punkt, sehr kranker Mensch, sie sind dann als Familie, die gegen eine solche Krankheit kämpft, sie haben überhaupt nicht mehr die Energiereserven, auf diesem Feld auch noch eine Schlacht zu eröffnen. Also sich jetzt noch drum zu kümmern, ich will jetzt von dem Typ auch noch eine Entschuldigung, die Kraft ist einfach gar nicht mehr da. Ich denke, als Mediziner ist es auch ganz wichtig, die Fehlerkultur wieder sich ins Bewusstsein zu rufen und auch mit Abstand auf bestimmte Situationen zu blicken und sagen, habe ich mich dort richtig verhalten oder greife ich diese Selbstreflexion auf, was Sie vorher angesprochen haben und zu sagen, vielleicht ich war gestresst, ich muss nochmal in dieses Zimmer rein, muss nochmal sagen, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, können wir darüber nochmal reden, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich denke, vielen Patienten und vielleicht auch Ihre Schwester und Ihnen als Angehörige wäre damit auch geholfen gewesen. Jetzt hatten wir hier noch eine Frage. Das passt ganz gut, weil ich würde das, was Sie gesagt haben, Frau Link, direkt aufnehmen wollen.
Die Diskussion ist ja jetzt auch so ein bisschen technisch geworden. Motorik, Mimik, Gestik, Stimme, Rhetorik. Was können wir alles tun? Selbstreflexion. Ich denke, oder meine persönliche Erfahrung, die ich nach wie vor habe und die mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass das Ganze eine ganz besondere Situation ist zwischen Arzt und Patient. Und all diese Begriffe, die wir haben, ist eben eingebettet in eine Beziehung. Der Begriff ist gefallen bei dem Vortrag Bindung und Kommunikationsfähigkeit. Und das ist mehr als die Summe der Skills, sondern das ist eine wirkliche Beziehung zwischen zwei Menschen, die natürlich damit auch ein Problem hat, weil es ist eine andere Beziehung als zum Beispiel im privaten Bereich. Es ist wirklich eine professionelle Beziehung und wir müssen lernen, diese Beziehung auch zu steuern, zum Besten des Patienten, aber auch um uns nicht zu überfordern. Das ist und das muss man lernen und das ist meiner Ansicht nach in der Ausbildung, aber auch im klinischen Alltag verloren gegangen. Und all die Möglichkeiten, auch uns als Ärzten zu ermöglichen, unser Rabattmarkenheft nicht permanent zu füllen, das ist nämlich auch ein Thema, wie Balint-Gruppen, Supervisionsgruppen, also Möglichkeiten in uns aufzuräumen, finden in unserem klinischen Alltag eben auch nicht mehr statt. Also es geht im Prinzip um die gesamte Behandlungskultur, die mit hineinspielt, aber das zentrale Thema ist tatsächlich die Arzt-Patienten-Beziehung in ihrer Besonderheit, die wieder sehr viel wichtiger genommen werden muss. Okay. Möchte dazu jemand von Ihnen Stellung nehmen? Ansonsten kommen wir vielleicht, gibt es noch eine ganz dringende, ganz wichtige Frage? Hier oben, okay, das will ich jetzt die letzte Frage aus dem Publikum, kleinen Moment. Frau Link, können Sie so ein paar Standardsätze nennen, die Sie kennenlernen mussten, damit man die nicht unkritisch übernimmt, wenn einem die in einem weißen Kittel immer über den Weg laufen? Sie meinen Standardsätze von Ärzten? Ein Standardsatz war zum Beispiel, das habe ich Ihnen doch gerade schon mal erklärt, das haben wir ganz oft gehört, bei Rückfragen, die man einfach nochmal hat. Also dieses ungeduldige abgewiesen werden, wenn man zweimal fragt. Und dann, ja, es war eigentlich vor allem dieses sehr kurz angebundene, mit dem die Dinge an einen herangetragen wurden. Also das konnte dann sehr verschieden sein, aber es war immer so, oder häufig, ich muss ja wirklich sagen häufig, es gab ja auch andere, häufig so, dass man eigentlich schon das Gefühl hatte, ich kann es jetzt nicht mehr wagen, zum Beispiel nochmal zu fragen oder meine Ängste zu äußern oder den Arzt zu bitten, seine Einschätzung vielleicht noch mal zu überprüfen. Also es war immer so eine Situation von, es muss alles sehr schnell gehen. Wir haben jetzt hier wenig Zeit. Sie können uns jetzt hier auch nicht alle aufhalten, nur weil Sie hier gerade so eine schlimme Diagnose haben. Und das Gefühl, die waren froh, wenn wir wieder irgendwie draußen waren. Okay. Ich denke, die Zeit ist etwas fortgeschritten und was Sie mit mir geschafft haben und ich glaube auch bei vielen anderen ist die Sensibilisierung für dieses Thema Kommunikation in der Medizin wirklich zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtig für uns alle, die als angehende Ärzte vielleicht in den nächsten Jahren in die Klinik kommen und dann auf Patienten treffen, mit denen wir einfach sensibel umgehen müssen. Wir kommen jetzt zur letzten Frage und also ich habe ja schon gerade erwähnt, angehende Mediziner, vielleicht können Sie alle nacheinander uns nochmal einen Tipp mitgeben, ein Feedback geben, was, für was wir uns sensibilisieren müssen, was wir mitnehmen müssen in unsere weitere Ausbildung und einen Tipp, der uns in die Fähigkeit versetzt, Kommunikation aktiv zu betreiben und auch in der Medizin umzusetzen. Frau Link, vielleicht wollen Sie anfangen. Ja, ich würde mir von Ärzten wünschen und das vielleicht auch als Tipp geben, sich in der Situation, wenn man mit einem Patienten zu tun hat, dem man vielleicht wirklich eine sehr schwerwiegende Diagnose überbringen muss oder der wirklich eine sehr schlimme Krankheit hat, sich einfach für einen Moment vorzustellen, man wäre an dessen Stelle. Also eigentlich eine ganz simple Geschichte. Also kurz innerlich den Platz tauschen
und sagen, ich sitze jetzt da, ich bin 41, ich habe zwei Kinder, die ich vielleicht zurücklassen muss und ich kriege gerade gesagt, das und das und das. Wie würde sich für mich das anfühlen und wie würde ich das gerne gesagt bekommen? Und wenn man sich das vorstellt und ernsthaft vorstellt, glaube ich, hat man schon den ersten Schritt getan, um zu wissen, wie man mit dem Patienten umgehen sollte und wie man es auf keinen Fall tun sollte. Ich denke, ich kann direkt anknüpfen, das, was Frau Link propagiert, ist letztlich Perspektivenwechsel, um es mal so in Fachjargon zu bringen. Und das ist sicherlich, hat viel mit dem zu tun, was zum Ende auch hier angesprochen wurde. Ich glaube, man muss sich als Arzt auch bewusst machen, dass man Dienstleister ist. Und ich glaube, diese Vorstellung, man ist Dienstleister, fehlt häufig. Sondern man ist sozusagen im Rahmen seines Idealismus, hat man die Vorstellung, man ist schon jemand, der vieles, vieles besser kann und weiß als andere. Und das ist mit dem Dienstleisterverständnis nicht immer sehr gut kompatibel. Und das Dritte ist für mich, da hatte ich ja sehr drauf abgehoben, die Selbstreflexionsfähigkeit, dass die sicher sehr viel besser geschult werden sollte, als das im Augenblick im Studium stattfindet. Ich sage meinen Trainings, auch Coaching-Maßnahmen immer eins als Tipp, um das Ganze umzusetzen. Es ist das Zusammenspiel aus diesen drei Komponenten, die ich ja vorhin angesprochen habe. Worte in Einklang bringen mit Körpersprache und Stimme. Und sich ein 3-Wochen-Projekt aufmachen. Eine 3-Wochen-Regel. Ich achte 3 Wochen explizit auf eine Kleinigkeit. 21 Tage brauchen Körper und Geist, einen Impuls zu verinnerlichen. Der eine sagt, ich achte 3 Wochen auf einen bewussteren Blickkontakt. Die nächste sagt, ich achte 3 Wochen auf den Einsatz meiner Gestik. Die nächste sagt, ich achte mal 3 Wochen darauf, wie oft bewerte ich überhaupt, wenn ich kommuniziere, beruflich wie privat übrigens. Privat ist auch eine gute Spielwiese, wo ich trainieren kann. Und dann werde ich feststellen, dass ich das doch alles sehr oft mache. Selbst wenn ich wenn ich Fernsehen schaue, meistens wiederholt sich das ja leider alles, wenn Sie Fernsehen schauen. Aber wenn Sie da mal eine Talkshow gucken, eine Politik-Talkshow, da können Sie auch schon trainieren. Da können Sie mich beobachten, was machen da Leute gut und weniger gut. Und mit gesundem Menschenverstand lässt sich ja auch vieles erklären. Aber wenn ich durch diese 3-Wochen-Brille gucke, nicht nur Fernsehen, sondern auch sonst im Leben natürlich, Radio höre oder was weiß ich, dann kann ich sehr viel auch für mich selber, auch im fortgeschrittenen Alter, wenn ich jetzt das nicht als Kleinkind erlernt habe, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich da an mir arbeiten, an meiner eigenen Persönlichkeit. Denn es geht ja um was? Es geht um die Außenwirkung der Persönlichkeit. Ja. Ich denke mal, diesen Worten von allen drei gibt es nichts weiter hinzuzufügen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Frau Link, Dr. Diebal und Professor Egle. Und Sie alle möchte ich einladen, draußen noch einen kurzen Snack, wir haben ein bisschen was vorbereitet, einzunehmen und vielleicht auch nochmal einfach die Veranstaltung Revue passieren zu lassen. Vielen Dank, Dankeschön.